So, also ein herzliches Willkommen, schönen Abend Ihnen allen. Vielen Dank für Ihre Aufwartung. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Rahmen des Tapir Leipzig, im Namen der Leipziger Buchmesse und auch im Namen des Rowohlt Verlages, der dankenswerterweise uns heute Abend mit zwei Autoren versorgt hat, die uns durch den Abend leiten. Wir haben im Tapir recht regelmäßig solche Veranstaltungen, jetzt nicht exakt solche, aber Reiseberichte gibt es ziemlich häufig. Das sind aber in der Regel eher semi-professionelle Autorinnen, die uns ein bisschen von sich berichten. Und deswegen sind wir, also dafür sind wir sehr dankbar, wir machen das sehr gerne, aber wir sind ebenso dankbar, dass wir im Rahmen der Buchmesse bei den Leipzig-Liest-Veranstaltungen auch mal seriöse Autorinnen bei uns begrüßen dürfen. Das Gegenteil bleibt zu beweisen, mal gucken, wie sich der Abend noch so entwickelt. Wir haben die letzte Veranstaltung hier im Tapir im, ich meine, Januar 2020 gehabt, das ist über ein Jahr her. Das war noch in den ersten Anzeichen der sich abzeichnenden Pandemie. Damals wussten wir nicht, wann wir uns wiedersehen. Ich hatte irgendwie so halb optimistisch auf Oktober 2020 verwiesen. Das hat sich nicht realisieren lassen, ist auch nicht schlimm. Umso schöner ist es jetzt. Ich bitte nur, die Lichtverhältnisse zu entschuldigen. Normalerweise treffen wir uns hier eher in der dunklen Jahreszeit und dann ist es nicht ganz so, also gerade da wird man hinten, kann ich noch Sonnencreme austeilen vielleicht. Das wird wahrscheinlich auch bis um 9 jetzt nicht besser, aber hier vorne sieht es sehr gut aus. Die beiden Autoren, Andreas Winkelmann und Markus Knüfgen, haben ein Buch geschrieben über eine Art zu reisen, die, als dieser Laden gegründet worden ist, für uns so ein bisschen die einzig mögliche gewesen ist, weil 1990 war irgendwie alles wild. Da gab es noch nicht so richtig viel erschlossene Regionen in den meisten Teilen der Welt. Und das hat sich sehr geändert und gewandelt. Und daraus zieht auch dieses Buch, finde ich, seine Spannung und seinen Anreiz. Denn es ist heutzutage schon verhältnismäßig schwer, noch zu den Orten zu kommen, die unerschlossen und wild sind, wo eben nicht die Reisebusse anhalten und irgendwelche Tourismusvereine einen sofort abfangen. Es ist auch eine Art zu reisen, die nicht so durchinszeniert ist, wie wir das heute in sozialen Medien oft präsentiert bekommen, wo man mitunter gar nicht mehr weiß, ob man die Leute noch beneiden soll, um diese Luxushotelanlagen, in die sie sich reinfärchen und andauernd endet der Pool direkt am 12. Stock und na super, okay, irgendwann hat es auch mal jeder gemacht. Das heißt, ich freue mich sehr auf diesen Abend mit den beiden und bin mindestens gespannt, so gespannt wie Sie. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Kommt raus. Guten Abend. Gleich vorweg einmal, um das eben aufzugreifen, Markus und ich sind ganz bestimmt vieles, aber nicht seriös. Auf gar keinen Fall. Ja, soll ich anfangen? Würdest du dich mal vielleicht vorstellen nochmal, ein bisschen mehr zu dir sagen? Okay. Eigentlich wollte ich dich vorstellen, aber da ich gar nicht so wahnsinnig viel über dich weiß, mache ich das. Dann mach das lieber mal selber. Ja, dann stelle ich mich einmal kurz vor. Mein Name ist Andreas Winkelmann. Ich bin halb so alt, wie ich aussehe. Komme aus der Mitte Niedersachsens. Das muss man auch buchstäblich nehmen. Tatsächlich steht an meinem Wohnhaus in Sichtweite die geografische Mitte Niedersachsens. Also falls mich mal jemand finden will, muss er die nur suchen. Aber Vorsicht, das ist eine sehr einsame, viele Eingeborene. Gefährliche Gegend, gerade weil ich da wohne. Denn eigentlich schreibe ich ja Thriller. Vielleicht weiß das jemand hier heute Abend, das ist eigentlich mein Metier. Ich schreibe also Thriller, also mehr so diese gefährlichen Dinge. Und dieses ist mein erstes Sachbuch, das ich mit meinem Freund Markus zusammengeschrieben habe. Und das ist heute Abend unsere Premierenlesung. Wir haben auch, man hat das ja eben schon kurz gehört, lange nicht lesen können. Ich habe lange nicht lesen können. Das letzte Mal liegt bei mir auch schon ein Jahr zurück. Und jetzt muss ich heute Abend auch noch mit einem Partner zusammenlesen. Das ist dann gleich doppelt schwierig. Zumal Markus dazu tendiert, mir immer ins Wort zu fallen. Aber wir kriegen das irgendwie. Wir haben heute im Hotel, haben wir vorhin schon mal geübt. Also wir wohnen jetzt auch nicht Tür an Tür. So, wir konnten das vorher nicht einstudieren. Wir haben im Hotelzimmer vorhin geübt, dass wir das heute Abend einigermaßen gut hinbekommen. Und es war einfach nur furchtbar, was wir da zusammengestöpselt haben. Also man mag uns das entschuldigen, wir haben lange nicht lesen dürfen. Wir kennen den Text eigentlich nicht richtig, weil das Schreiben des Buches auch schon länger her ist. Und ja gut, ich habe ein bisschen was getrunken, du auch, Markus? Nein, ich trinke nichts und ich mache im Moment auch noch eine Diät, das weißt du, SOS, ja, schlank
ohne Sport, wo man nur Früchte zu sich nimmt. Ah. Und bin jetzt im dritten Tag. Das kann sein, wenn ich wegkippe, keine Sorge, der Andreas hilft mir wieder auf. Ich habe da vorne noch ein paar Karotten, dann knabber ich an irgendwas oder trinke einen Schluck, dann geht das wieder. Und vielleicht komme ich dann mal dazu, mich ganz kurz vorzustellen. Gerne. Andreas hat das schon super vorbereitet. Das ist tatsächlich für mich meine überhaupt allererste Lesung. Also ich bin Schauspieler von Beruf, bin auch genauso alt wie Andreas, sehe aber noch jünger aus und komme aus dem Ruhrgebiet, lebe aber jetzt schon ewig seit 16 Jahren in Hamburg und habe auch noch, also mein Bezug zur Natur, eine ganz kleine Karte oben an der Ostsee, wo ich so oft wie möglich Zeit verbringe. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich da ganz viel Zeit verbracht, habe da auch, um vielleicht nochmal so ganz kurz das Buch, ist von Andreas geschrieben aus seiner Sicht, aber die erste Fassung habe tatsächlich ich in der Corona-Zeit oben an der Ostsee geschrieben, habe diese Fassung dann Andreas gegeben und der hat sie dann als professioneller Autor sozusagen nochmal in die richtig guten Hände genommen und hat dann dieses Buch daraus gemacht. Und heute haben wir, weil wir es ja gemeinsam aber trotzdem lesen, habe ich so ein paar Sachen, wo er dann von sich spricht, das ist dann, bin dann ich, also deshalb ist es auch noch so ein bisschen... Klar soweit? Nein, das ist so ein bisschen hingetuned. Und wie Andreas schon gesagt hat, wir haben es heute im Hotel das erste Mal eigentlich so mal geguckt, wie es denn funktionieren könnte, wenn wir es zusammen machen. Genau. Ja, und hoffen, dass wir untereinander heute Abend hier nicht in Streit geraten. Denn wir haben noch einiges vor, was so Outdoor-Touren angeht. Und das geht natürlich nur, wenn man sich gut versteht. Insofern hoffen wir, dass wir das heute Abend hier gut rumkriegen und... falls sich das irgendwie aufschaukelt so zwischen uns. Nein, glaube ich nicht. Dann schalten Sie bitte ein und beruhigen uns ein wenig. Genau. Vorhin stand das noch ein bisschen näher beieinander. Dann haben wir aber gesagt, komm Andreas, ist besser, wenn wir ein bisschen, wie bei uns, wir sind mit zwei Zelten immer unterwegs, auch wenn wir zusammen unterwegs sind, jeder braucht seinen Space. Markus kennt übrigens Leipzig sehr gut. Er hat schon, wie oft hast du hier gedreht? Ich habe schon viermal in Leipzig gedreht, aber zweimal tatsächlich jeweils 4 Wochen. Also dann war ich 4 Wochen am Stück hier, immer im Winter leider. Habe dann auch das Umland ein bisschen erkundet, bin ja auch leidenschaftlicher Paddler und ihr habt ja auch wunderbare Seen hier. Ne? Das war ja, glaube ich, alles früher Braunkohle, also verbessern, wenn ich was Falsches erzähle, war das ja Braunkohleabbaugebiet und da sind jetzt ja ganz viele Seen entstanden. Das fand ich auch im Winter, weiß ich, das war alles mal zugefroren, Schneedecke drauf, war ganz toll. Also ich finde, Leipzig ist eine wunderschöne Stadt. Ja, ich hatte 2007 meine allererste Lesung hier in Leipzig. Also ich habe 2007 mein erstes Buch veröffentlicht, damals auch schon ein Thriller. Und die erste Lesung sollte im Rahmen von Leipzig liest stattfinden. Und der Verlag, der das damals veröffentlicht hat, mein erstes Buch, der kam auch noch aus Leipzig. Und so begab es sich dann, dass ich hierher kam, total aufgeregt, noch ganz jungfräulich sozusagen, noch nie vor Publikum gelesen. Dann trugen sich 2, 3 merkwürdige Dinge zu. Zum einen, den Lesungsort konnte ich nicht finden, weil er nicht beschildert war. Als ich ihn dann mit Hilfe eines Taxifahrers auch noch finden konnte, war kein Publikum da, sondern nur die Angehörigen der anderen Autoren, die dort auch lesen sollten, weil sonst auch niemand sonst den Lesungsort finden konnte. Und mein Buch war nicht fertig. Der Verlag hat es nicht geschafft, das Buch fertig zu bekommen. Warum er es nicht geschafft hat, hat sich 2 Monate später herausgestellt, als der Verlag dann in die Insolvenz ging. Das war so mein Start in die Schriftstellerkarriere. Das Buch kam raus, der Verlag war pleite. Insofern habe ich wirklich immer gute Erinnerungen an Leipzig. Wenn ich hierher komme, bin ich immer sehr positiv gestimmt. Ich war in der Folgezeit aber von 2017 bis jetzt jedes Jahr dann wieder auf der Leipziger Buchmesse dann immer wieder mit einem neuen Buch bei Verlagen, die es heute auch noch gibt. Das lag auch damals nicht an meinem Buch, dass der Verlag pleite gegangen ist. Also glaube ich zumindest. Ich weiß es aber wirklich nicht ganz genau. Ja, so viel zu unserer Historie. Genau. Wir würden ganz einfach mal so ein bisschen anfangen, loszulegen. Wir haben auch ein paar Bilder vorbereitet. Genau, ich drücke mal drauf. Für die der Markus verantwortlich zeichnet. Ja, da steht's. Der Titel unseres Buches. Ihr müsst euch nicht wundern, dass auf den meisten Bildern immer nur ich zu sehen bin. Das hat einfach nur damit zu tun, dass ich besser aussehe als Markus. Genau, und ich bessere Fotos machen kann. Ja, genau. Und deswegen ist dieses wunderbare Foto, das dann auch zu unserem Coverfoto geworden ist. Ich glaube, jetzt sehen wir das auch nochmal. Da ist es nämlich nochmal als Foto, also als Coverfoto von unserem Buch. Und ja,
Dann Andreas, das sagt er nicht von sich selber, er hat tatsächlich schon mal Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, sondern vom Paperback oder verbessere mich da, Paperback oder wie nennt man das? Nee, Taschenbuch. Aber Taschenbuch. Eigentlich kann man das schon auch ein bisschen als Sachbuch betrachten, weil es ja auch eine Handlungsanweisung zum Töten ist. Also meine Thriller, man bekommt sehr viel Input und Inspiration, wie man Menschen ums Eck bringt und die Leichen gut verschwinden lässt, ohne dass man auffliegt. Also so ein bisschen Sachbuch steckt auch in jedem Thriller drin. Ne? Hat er recht. Aber das nur am Rande. Genau, dann würde ich mal, glaube ich, unser erstes Kapitel, aus dem wir vorlesen wollen. Genau. Ich fange an, Markus. Du fängst bitte an. Jawohl. Da will ich eben noch ein paar Worte zu verlieren. Das sieht aus wie eine Brille, was ich hier dabei habe. Meine Augen sind aber ganz wunderbar in Ordnung. Ich kann schauen wie ein Adler. Ich brauche normalerweise keine Brille. Aber Markus muss eine Brille tragen, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters. Seine Augen sind nicht mehr so gut. Und da hat der Marketing des Verlages, des Rowohlt Verlages, kam auf mich zu und sagt: Herr Winkelmann, Sie als Bestseller-Autor und wir als seriöser Verlag, wir sind schon auch daran interessiert, dass unsere Autoren, wenn sie uns draußen in der Welt vertreten, so ein bisschen intelligent rüberkommen. Und der Herr Knüffgen sieht schon sehr intelligent aus mit seiner Brille, da müssen wir bei Ihnen auch noch irgendwas machen. Legen Sie sich doch auch eine Brille zu, selbst wenn Sie keine brauchen. Und insofern ist das jetzt Fensterglas und jetzt gucken wir mal, ob das mit dem intelligent aussehen. Schau mich mal an. Doch, funktioniert. Ja. Doch, ist sehr schick. Also war echt froh jetzt. Okay. Vielleicht muss ich noch vorweg schicken, dass man alles, was wir hier schildern in dem Buch, haben wir original genau so erlebt. Nichts davon ist übertrieben, auch wenn es manchmal so erscheint. Wir haben es nur mit Humor angereichert, an manchen Stellen sogar sehr stark mit Humor angereichert, weil man vieles davon sonst einfach nicht ertragen kann. Das hier nämlich jetzt gleich. Abenteuer Matratzenlager. Schnarchen. Der Boden bebt unter diesem Schnarchen. Das allein ist schon schlimm genug. Aber die zum Schnarcher gehörende Nase steckt in meinem rechten Ohr. Nicht wirklich tief drin, aber es reicht, um mich aus meinen traumatischen Erinnerungen zu reißen und mir die Grausamkeit der Realität vor Augen, Ohren und Nase zu führen. Ich stapfe nicht durch tiefen Schnee, kämpfe nicht gegen Sturmböen an, sondern liege im Matratzenlager der Memminger Hütte auf 2242 Metern Höhe über dem Parseiertal in den österreichischen Alpen. In der Beschreibung steht, die Hütte liege wild romantisch in einem wunderschönen Hochtal neben dem glasklaren Seewiesee. Und das stimmt auch. Aber hier im Matratzenlager bekommt man davon nichts mit. Für den Fall, dass es Menschen gibt, die noch nie in einem solchen Lager übernachtet haben, will ich das mal kurz beschreiben. Stellt euch einen zwar großen, aber niedrigen Raum im Dachgeschoss eines uralten Hauses vor. In der Mitte ein schmaler Gang, rechts und links davon Liegeplatz neben Liegeplatz. Man schläft dort aber nicht getrennt voneinander, sondern dicht beieinander in Reih und Glied auf einer endlos langen Matratze, wie Sardinen in der Büchse. Zu beiden Seiten ein unbekannter Mitschläfer und wenn man einmal den Fehler begeht, sich aus der Rückenlage auf die Seite zu drehen, ist die Chance vertan, sich in dieser Nacht wieder zurückzudrehen. Dann bleibt man so liegen. Die Löffelchenstellung ist, man weiß es aus Erfahrung, mit der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner eine wunderschöne Sache. In so einer Hütte im Matratzenlager ist es einfach nur schrecklich. Und das Lager ist proppenvoll. Ich denke, von den 120 Plätzen sind 140 belegt. Männlein und Weiblein wild durcheinander, mitunter halb übereinander. Und das vielstimmige Schnarchkonzert lässt das Fundament der Hütte erbeben. Die Nase meines Lagernachbarn, es handelt sich da übrigens um eine Frau, hat sich in meinen Gehörgang gebohrt, als sie sich umdrehte, aber das ist bei weitem nicht das einzige Problem. Der Weg herauf zur Memminger Hütte vom Talort Bach über Mardau dauert 5 Stunden und ist anstrengend. Heute hat uns dazu noch die Sonne geröstet. Alle 140 Wanderer haben ordentlich in ihre Kleidung und Bergstiefel gespitzt. Und weil es am Abend zu regnen begonnen hat, fristet die Wäscheleine draußen vor der Hütte ein ungenutztes Dasein. Dafür ist im gesamten Schlaflager überall Funktionswäsche aus Polyester und anderen geruchsintensiven Materialien zum Ausdünsten aufgehängt. Und wenn ich sage aufgehängt, überall aufgehängt, dann meine ich das auch so. Sie hängt an den wenigen dafür geeigneten Haken, aber auch an Lampen, auf Kanten, an Bettpfosten, auf Schnürsenkeln, die besonders pfiffige irgendwo aufgespannt haben. Es sieht aus wie nach einer Rabattschlacht bei Primark. Stiefel, die im Schuhraum keinen Platz mehr gefunden haben, stehen paarweise herum. Die nassgeschwitzten Einlagen hängen heraus wie nekrotische Zungen.
Und als würden diese Ausdünstungen nicht reichen, kommen noch die Verdauungsgase hinzu, die dem deftigen, mit Hefeweizen heruntergespülten Abendessen geschuldet sind. Diese obergärige Mischung muss natürlich irgendwann den Körper verlassen. Ich hoffe, das war jetzt eindrücklich genug und jeder kann sich vorstellen, wie furchtbar das ist. Ich rücke 2 Zentimeter von meiner Matratzennachbarin fort, damit ich keinen Tinnitus davontrage. Dann richte ich mich auf und suche im Halbdunkel des beginnenden Morgens nach meinem Freund Markus, mit dem ich diese Alpenüberquerung auf dem legendären Fernwanderweg E5 mache. Ich habe ihn dazu überreden müssen. Er wollte lieber woanders hin und jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig. Markus ist ebenfalls schon wach. Stocksteif liegt er auf dem Rücken, die Arme dicht am Körper. Er hat noch weniger Platz als ich, denn sein Nachbar zur Rechten ist ein echter Kamenzmann, wie wir hier im Norden sagen. Markus wirkt gequält. Seine Gesichtsfarbe hat einen Stich ins Orange, aber das kann auch am Licht liegen. Wortlos verabreden wir uns zur Flucht. Vertragen Sie noch was? Nee. Das reicht schon. Also ich finde das richtig gut, dass ich mal nicht aus dem Thriller vorlesen muss. Hier kann ich viel lustiger sein. Also wenn ich jetzt die erste Szene aus einem Thriller vorgelesen hätte, wäre das so, wie irgendjemand wäre erwürgt oder erstochen oder erschossen worden. Und da ist Humor immer so ein bisschen fehl am Platz. Und das gefällt mir richtig gut. Vielleicht stelle ich komplett um. Bin ich noch dran, Markus? Du bist noch dran. Ich glaube, da steht jetzt das übernächste Kapitel. Okay. Jetzt, das nächste Kapitel heißt, glaube ich, Gipfelhopping. Gipfelhopping, genau. Es ist noch sehr früh, die Sonne hinter den Berggipfeln noch nicht zu sehen. Die Wärmegewitter des gestrigen Abends sind abgezogen und der wolkenlose Himmel schürt die Hoffnung auf einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, ob es an dem Matratzenlagertrauma liegt, aber mir kommt die Luft außergewöhnlich klar vor, so als wären wir nicht auf knapp 3000 Metern in den Alpen, sondern auf 6000 Metern im Himalaya. Da ist nichts zwischen uns und dem Horizont. Er scheint zum Greifen nahe und der Blick über die umliegenden Berge lässt mein Herz gleichmäßiger schlagen und meinen Atem ruhiger werden. Berge hatten schon immer diese Wirkung auf mich. Keine Ahnung, woher das kommt, denn in meiner Familie gab es niemanden, der in die Berge zog. Bis zum Frühstück halten Markus und ich uns draußen auf. Wir schlendern zur Hütte des großen grünen Steinbeißers, der dort oben lebt. Der lebt dort tatsächlich und da steht auch eine Hütte, da steht drauf, großer grüner Steinbeißer. Damit ist aber ein Gerät gemeint, mit der dort Felsen geknackt werden. Liegt hier aber auch nahe. Also, schlendern zur Hütte des großen grünen Steinbeißers, der dort oben lebt. Und besprechen, sofort nach dem Frühstück aufzubrechen. Als wir dann aber sehen, wie viele Wanderer sich zeitgleich auf den Weiterweg machen, beschließen wir, dass wir uns weder von der Masse treiben lassen, noch ihr hinterherlaufen wollen. Herumsitzen und warten wollen wir aber auch nicht. Das entspricht nicht unserem Naturell. Was tun? Wir reden mit dem Hüttenwirt, erklären unser Dilemma und unseren Wunsch nach Ruhe und Einsamkeit auf dem Weg. Tja, Jungs, da dürft ihr nicht auf dem E5 laufen. Das ist sozusagen der Jakobsweg der Alpen. Oder ihr hättet vor 10 Jahren herkommen müssen. Da gab's hier droben noch eine Ruhe und einen Frieden. Der Blick des Hüttenwirts geht sehnsüchtig zu den benachbarten Gipfeln hinauf. Und ich erkenne, dass er unter dem täglichen Ansturm über die Sommermonate mindestens genauso leidet wie wir. Ich behalte für mich, dass ich tatsächlich vor 10 Jahren zum ersten Mal zu Fuß über die Alpen gestiegen bin. 2010 war das. Damals ließ ich gerade mein altes Leben als Taxifahrer hinter mir und stürzte mich in ein neues als Schriftsteller. Damals war es wirklich ruhig und einsam. Und ich muss noch heute oft daran denken, wie frei, ungebunden und wild ich mich gefühlt habe. Ich hatte ein Zelt dabei und habe einige Nächte draußen verbracht, dort, wo es ging. 2-mal wurde ich fortgescheucht, weil wildes Campen in Österreich verboten ist. Freiheit hat dort ihre Grenzen, wo sie dem Geschäftsmodell der Hütteninfrastruktur schadet. Tja, Burschis, nehmt euch 2 Stunden Zeit und besteigt unsere 3 Hausgipfel, rät uns der Hüttenwirt. Die 3 Seeköpfe, hinterer, vorderer und mittlerer Seekopf, da droben ist kein Mensch. Und wenn ihr damit fertig seid, lauft ihr weiter mit der Herde nach Bozen. Markus' Blick folgt der Perlenschnur von Wanderern, die sich über die schneebedeckte Flanke des Berges hinauf zur Seescharte zieht, dem Übergang nach Zams. Das ist der nächste Talort auf unserem Weg über die Alpen. Wir schauen uns an, nicken uns wortlos zu, Rucksack geschultert und los geht's. Wir wandern am großen unteren Seewiesee vorbei und geraten unversehens zwischen grasende Steinböcke. Imposante männliche Tiere sind darunter mindestens 100 Kilo schwer und mit mächtigen Hörnern. Wir halten Abstand, weil wir nicht wissen, wie sie reagieren, aber sie nehmen uns lediglich gelassen zur Kenntnis.
Über ein steiles Schotterfeld und eine anschließende Felsscharte kommen wir zum mittleren See, wie sie in einer grandiosen Schlucht ruht. Schließlich steigen wir aus deren Schatten heraus und erreichen den 2718 Meter hohen hinteren Seekopf. Es ist gerade einmal 10 Uhr, der Himmel wolkenlos blau, die Aussicht fantastisch. Wir setzen uns auf einen Felsen und unterhalten uns bei einem zünftigen, mehltrockenen Müsliriegel über die entsetzliche Nacht im Matratzenlager. Oh, also das hat doch wirklich wenig mit Abenteuer, Wildnis und Freiheit zu tun, hm? Ja, recht hast du. Also ich gehe ja den alpinen Teil des Fernwanderwegs E5 dieses Jahr zum dritten Mal und muss feststellen, dass die Faszination mit jedem Mal weniger geworden ist. Markus und ich kennen uns noch nicht lange und dies ist unsere erste gemeinsame Tour. Kennengelernt haben wir uns bei den Dreharbeiten für einen Film, zu dem ich das Drehbuch geschrieben habe. Wir hatten schnell einen guten Draht zueinander und als wir dann herausfanden, dass wir beide Outdoor-Fanatiker sind, war die Idee für eine gemeinsame Tour geboren. Aus dem Film ist leider nie etwas geworden, aber immerhin sind wir beide seitdem befreundet. Das ist viel wert, denn wir sind beide um die 20 Jahre alt, ein Alter, in dem man sich Bitte. Ein Alter, in dem man sehr empfindlich reagiert aufs Alter. Ein Alter, in dem man sich gemeinhin keine neuen Freunde mehr sucht. Aber das Schicksal hatte entschieden, dass wir gut zusammenpassen und dem Schicksal kann man vertrauen. Markus, seit vielen Jahren ein erfolgreicher Schauspieler, sollte in dem Film einen alkoholabhängigen Ex-Profiler spielen. Viel mehr noch als für die Schauspielerei schlägt Markus Herz aber für die Natur. Er war schon auf der ganzen Welt unterwegs, von Neuseeland bis Mordor und wieder zurück. Kannst du dich eigentlich noch an den Artikel aus dem Outdoor-Magazin erinnern? Kannst du dich noch daran erinnern, Andreas? Den über den Sarek-Nationalpark? Genau. Und weißt du auch noch die Überschrift? Warte mal. Europas letzte Wildnis? Richtig. Tja, vielleicht hätten wir lieber dahin gehen sollen, hä? Ja, vielleicht hätten wir das tun sollen. So, und jetzt kommen wir zu den Sünden von Sölden. Das ist tatsächlich ein sehr trauriges Kapitel und deshalb lese ich das vor. Ja. Andreas ist nur für die lustigen Sachen zuständig. Genau. Ich drücke hier mal drauf. Geht das weiter? Da geht's weiter. Das sind die Sünden von Sölden, das ganz eindeutig. Das sind die Sünden von Sölden. Ja. Vorhin hast du noch gesagt, es sieht aus, als ob ich da irgendwie 30 halbe getrunken hätte. Es war aber nur ein Radler. Genau. Also wie gesagt, Markus hat in dem Film die Rolle eines alkoholkranken Profilers gespielt. Und dort hat er bewiesen, wie sehr gut er in die Rolle passt. Method Acting, man muss sich mit der Rolle beschäftigen. Tja. Die Sünden von Sölden. Der europäische Fernwanderweg E5 führt von der Atlantikküste Frankreichs in der Bretagne bei Pointe-du-Raz nach Verona in Italien. Das alpine Teilstück von Oberstdorf nach Bozen ist als Alpenüberquerung sehr bekannt. Andreas und ich gehen nicht den kompletten E5, sondern nur das alpine Teilstück und auch nur eine leicht verkürzte Variante, die im Schnalztal endet, statt in Bozen. Die nächsten Wandertage nach der Memminger Hütte sind alles in allem wirklich schön, auch wenn die Nächte in den Hütten eine Belastungsprobe bleiben und ihren Höhepunkt in der heillos überfüllten Braunschweiger Hütte finden. Beim Abendessen ist es so laut, dass man sich anbrüllen muss, um sich unterhalten zu können. Wir sitzen mit drei Jungs Anfang 20 zusammen, von denen mich plötzlich einer anspricht. Er fragt mich, ob es sein kann, dass ich bei einem Film namens Manitou mitgespielt habe. Verwundert bejahe ich seine Frage und daraufhin erklärt er mir, dass er und sein Wanderkumpel die Söhne des Regisseurs sind. Tja, so klein ist die Welt und das ist keine Lüge. Das war wirklich so, es war völlig abgefahren. Kinder von Edzard Önneken sind das, mit dem ich diesen Film vor 12 Jahren gedreht habe, glaube ich. Übrigens hatte ich bis dahin 20 Bücher geschrieben, aber mich hat niemand erkannt. Das ändert sich. Ja, aber weiter geht's. Genau. Wir unterhalten uns nett, aber verziehen uns nach einem Radler ins Matratzenlager, da wir am nächsten Tag einen frühen Start planen. Am nächsten Morgen sind wir unter den Ersten beim Frühstück und verlassen danach geschwind die Hütte und steigen hinauf zum Pitztaler Jöchel auf 2995 Meter. Und dabei holen wir einen jungen Mann ein, der statt eines Rucksacks sein Mountainbike auf den Schultern trägt. Auf Nachfrage versichert er, in einem Führer gelesen zu haben, dass diese Gegend ideal für Downhill-Touren sei. Kopfschüttelnd lassen wir diesen Verrückten hinter uns. Und wir sind uns sicher, er wird sein Fahrrad den ganzen Weg ins Ötztal hinuntertragen.
vom Pitztaler Jöchel hat man bei gutem Wetter einen wunderschönen Ausblick auf die vollkommen verbaute, misshandelte und auf die vollkommen verbaute und brutal misshandelte Bergwelt des Ötztals. Straßen, Skilifte, Beton, Tunnel, Parkplätze. Man kann nicht nur, man sollte wütend werden, wenn man sieht, was der Skitourismus mit den Bergen anstellt. Und man sollte es anprangern, immer wieder. Gerade in den voranschreitenden Zeiten des Klimawandels muss man hinterfragen, ob diese Art von Freizeitspaß eigentlich noch tolerierbar ist. Wenn nicht genügend natürlicher Schnee fällt, laufen Dutzende Schneekanonen, die mit ihrem Energieverbrauch den Klimawandel beschleunigen, aber dann wiederum durch die Erderwärmung für weniger Schnee sorgen. Stand 2013, das habe ich jetzt wirklich gerade noch mal, steht gar nicht im Buch, bei Wikipedia nachgeschlagen, benötigen alle Schneekanonen Europas zusammen so viel Energie wie eine Stadt mit 150.000 Einwohnern. Und sie verbrauchen in einem Jahr die gleiche Menge an Wasser wie die Millionenstadt Hamburg. Den verheerenden Kreislauf, den wir Menschen in Gang gesetzt haben, kann man gerade hier sehr gut erkennen. Zudem treibt einem der Anblick die Tränen in die Augen. Im Winter, wenn alles tief verschneit ist, dann mag man darüber hinwegsehen können. Nicht jedoch im Sommer. Dann liegt der Berg schwer vernarbt da, seiner Majestät und Mystik vollkommen beraubt. Man hat sogar einen Tunnel durch ihn hindurchgebohrt, um zwei Skigebiete miteinander zu verbinden. Den Mittelbergferner-Tunnel. Andreas kennt diese asphaltierte Gegend schon von seinen beiden anderen Alpenüberquerungen. Ich nicht und bin über alle Maßen entsetzt. Auf dem weiteren Weg zum Örtchen Wendt ist unsere Unterhaltung von diesem Anblick geprägt. Es muss doch in Europa noch eine echte Wildnis geben, werfe ich ein. Wildnis, für die man nicht in ein Flugzeug steigen muss, die mit der Bahn erreichbar ist oder mit dem Auto, wo es keine dichtmaschige Infrastruktur gibt, keine Premium-Wanderwege mit Gepäckservice und Thalasso-Behandlung am Abend. Gegenden, in denen man als Mensch und Individuum zu sich selber findet und im Einklang mit der Natur unterwegs ist. Immer wieder kehren wir im Gespräch auf den Sarek zurück, diesem sagenumwobenen Nationalpark am Ende der bekannten Welt. Was wir darüber wissen oder zu wissen glauben, klingt immer reizvoller. Die Sarek-Idee hatte Markus zuerst. Und ich hatte mich ein wenig geweigert, mit ihm unsere erste gemeinsame Tour gleich in den Sarek zu machen, weil das eine Destination ist, die in einer Klassifizierung, die bis 6 geht, bei Stufe 6 liegt. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mit einem mir eigentlich noch völlig unbekannten Menschen. Die Hüttenübernachtungen waren schon hart genug, haben aber nicht so ganz dafür gereicht, mich umzustimmen. Die Sünden von Sölden dann nochmal zu sehen und von Markus nochmal zu hören zu bekommen, wie schrecklich das aussieht, haben dann auch wirklich gereicht. Und an dem Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, auf diesem betonierten Parkplatz irgendwo in den Bergen, da war es dann für mich klar, das war jetzt das letzte Mal für mich, dass ich über die Alpen gelaufen bin. 3 Mal reichen vielleicht aus. Und nochmal muss nicht sein. Und da war dann der Punkt gekommen, wo ich zu Markus gesagt habe, dann, Markus, lass uns doch den Sarek machen. Aber was ist dann passiert, Andreas? Ja, erstmal ist passiert, also das war ein ganz besonderer Moment dort oben auf dem Parkplatz. Markus hatte mich endlich so weit, dass ich mit ihm in den Sarek gehe. Und das war so ein Jack London-Moment. Ich habe dann tatsächlich mein Messer von der Hüfte genommen und habe zuerst mir und dann Markus einen kleinen Schnitt in die Handinnenfläche gemacht. Und dann haben wir uns mit den blutenden Händen so diesen High Five gegeben, genau. Blutsbrüderschaft geschworen, dass wir zusammen den Sarek machen. Egal was kommt. Wir machen den Sarek. Also wir haben uns nicht wirklich die Hände aufgeschnitten, aber es war so ein Moment, der dafür taugte. Und aus der Sache kommt man dann ja auch nicht wieder raus. Ja. Also haben wir dann als nächstes, natürlich, jeder wird es ahnen, nicht den Sarek gemacht. Sondern Andreas musste noch ein zweites Buch schreiben, weil er ja so erfolgreich unterwegs war. Und bei mir kamen tatsächlich ein paar Drehtage rein, die ich dann auch machen musste. Und dann haben wir uns gesagt, das bringt ja nichts. Also, lass uns eine andere Tour machen und sind dann früher im Jahr, im Juni, sind wir dann, also ich hatte dann, also ich habe immer die Recherchearbeit, überlässt Andreas gerne mir. Ich habe einfach keine Zeit. Er hat einfach keine Zeit, genau. Und ich hatte dann etwas in den Westalpen gefunden und zwar eine ganz tolle Umrundung des Gran Paradiso Massivs. Das ist eine 9-Tage-Tour, wir kommen gleich dazu, warum wir die nicht gemacht haben oder nicht so gemacht haben, wie wir sie machen wollten. Aber es ist laut Führer ist es wirklich eine ganz tolle Tour, weil unser
Unser Wunsch war ja, möglichst nicht immer auf Hütten, also auf richtigen Hütten zu übernachten. Und da gibt es Bivakos. Und das sind eigentlich nur leere Steinhäuser, die so etwas wie einen kleinen Ofen vielleicht noch haben. Eigentlich auch gar keine Betten, sondern liegt da auf seiner Isomatte auf irgendwelchen Holzbohlen. Und da ist man eigentlich ganz für sich alleine. Und bei dieser Umrundung hätte es, glaube ich, 4 Bivakos gegeben und 4 bewirtschaftete Hütten. Und das war für uns dann so ein Kompromiss, wo wir uns darauf einigen konnten, sind dort runtergefahren, sind losgewandert und am ersten Tag sind wir dann... Ja, gescheitert, wenn man so will. Also man hätte ja mit ein bisschen Bergerfahrung, die ich eigentlich habe, weil ich in den Alpen schon fast alle Berge bestiegen habe, hätte man wissen können, dass Mitte Juni nach einem schneereichen Winter vielleicht oberhalb von 2.500 Metern noch Schnee zu finden ist. Da sah es so aus. Ja, da sah es dann halt eben so aus. Wir sind eben aus der norddeutschen Tiefebene losgefahren. Markus aus Hamburg, ich aus der Nähe von Bremen. Das Wetter war im Juni schon total toll. Wir waren schon sonnengebräunt, sind also praktisch mit Badehose und Latschen auf diesen Berg gestiegen, in der Hoffnung, die Tour würde schon klappen. Ja. Wir haben uns auch gar nicht darüber gewundert, dass ganz, ganz viele Menschen auf den Gran Paradiso steigen wollen, aber niemand ihn umrunden will. Das hat uns schon überhaupt nicht gewundert. Und dann uns haben hat wir es uns auch nicht gewundert, wie viele Leute waren auf dem Campingplatz. Das ist tatsächlich einer der höchsten Campingplätze, der dort in Pont am Ende der Straße ist. Wirklich so, die Straße ist zu Ende. Man kommt noch durch so ein Geisterdorf, wo keiner mehr lebt, ganz schmal. Wir waren mit einem Camper unterwegs, mit Andreas Camper, und sind also wirklich kaum zwischen zwei alten, verfallenen Häusern durchgekommen. Und dann öffnete sich das Tal wieder ein bisschen, war ein riesiger Campingplatz, eine riesige Grasfläche, wo man sein Campingmobil abstellen konnte. Und wie viele Leute waren auf dem Campingplatz? Ja, es war original niemand da. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich mit dem Camper auf einen Campingplatz komme, der meiner Meinung nach vielleicht sogar der schönste Campingplatz der Welt in dem Moment, weil er in dem Talschluss liegt und man dahinter die riesigen Berge aufsteigen sieht und es stehen da keine Zelte, keine Wohnwagen, keine Busse, nichts, alles frei. Da haben wir uns auch nicht gewundert. Wir haben uns auch nicht gewundert, dass der Inhaber des Campingplatzes gerade damit beschäftigt war, noch die Lampen anzuschrauben und uns sagte, er hat heute gerade aufgemacht. Nee, haben wir uns dann haben nicht wir eben ganz cool, wie wir sind, haben wir ihm gesagt, radebrechend auf Englisch, ja, wir lassen jetzt mal den Camper hier stehen und gehen 9 Tage um den Gran Paradiso, ob man ein bisschen auf das Auto aufpassen könnte. Ja, ja, mach sie, mal. Sie. Ja, ja. Und sind wir losgelaufen. Und sind oberhalb von 2.500 Metern quasi bei und jedem da Schritt. Da sind wir gekommen, ne? Genau, da sind wir gekommen, da war noch grün. Noch grün ist. Und ab hier war alles. Da sind wir dann quasi bei jedem Schritt so bis ungefähr bis hierhin in den Schnee eingebrochen. Also Markus deutlich tiefer, weil er viel schwerer ist als ich. SOS, schlank ohne Sport. Ja. Und haben dann die erste Hütte erreicht, die eigentlich schon hätte bewirtschaftet sein sollte, aber noch bis zur Dachkante im Schnee steckte. Dort haben wir dann eine Nacht im Winterlager verbracht, nur wir beiden allein. Und uns ist klar geworden, dass die beiden großartigen Helden, Cliff und Hänger, also wir haben Wandernamen. Jeder Wanderer hat auch einen Wandernamen. Also er ist Hänger und ich bin Cliff. Dass Cliff und Hänger auf dieser Tour gescheitert sind und uns blieb nichts anderes übrig, als am nächsten Morgen wieder abzusteigen, die Tour abzubrechen. Was wir uns aber auf keinen Fall nehmen lassen wollten, war, den Gran Paradiso noch zu besteigen. Also wenn man schon mal da vor Ort ist, dann muss man unbedingt auf diesen magischen 4000er. Da oben ist er. Lustigerweise könnte man denken, das wäre hier der Gipfel, aber er liegt etwas dahinter und ist natürlich höher, aber es ist das ungefähr, was man da noch so erahnen kann. Da ist die Madonna drauf, die sieht man später nochmal. Übrigens muss man sehr gut miteinander befreundet sein, wenn man so am Abhang steht, so dicht beieinander. Das schießt mir so als Füller-Autor dann immer durch den Kopf. Also Markus und ich sind jetzt zurück auf dem Campingplatz. Wir haben dem Campingplatzinhaber gerade erzählt, dass wir gescheitert sind und er hat uns geantwortet, das hätte er uns gleich sagen können. Hätte er ja auch mal machen können, bevor wir losgelaufen sind. Und da flitzen wir uns jetzt vor meinem Campingbus in der Sonne und studieren die Informationen rund um den Aufstieg zum Gipfel. Schließlich wollen wir gut vorbereitet sein und nicht wieder scheitern. Die erste Information, die uns auffällt, klingt nicht gut. Da der Gran Paradiso der am einfachsten zu besteigende 4000er der Alpen ist, ist er dementsprechend viel begangen. Und alle, die von Pont aus hinauf wollen, müssen eine Nacht in der Schutzhütte Rifugio Vittorie Emanuel II verbringen, denn für eine Tagestour ist der Aufstieg zu lang. Matratzenlager, schießt es uns gleichzeitig durch den Kopf. Erinnerungen werden wach. Der Horror jener Nacht in der Memminger Hütte, vor dem wir doch hatten fliehen wollen, holt uns wieder ein. Verzweiflung zerfurcht Markus' Gesicht und ich fühle mich verpflichtet, ihn aufzubauen. Ach, zu dieser Jahreszeit ist da noch nichts los. Und morgen ist Montag, da sind dann alle Wochenendbergsteiger wieder fort. Ich schätze, mehr als 20 Leute sind nicht in der Hütte. Markus ist nicht wirklich überzeugt, aber willens, sich meiner naiven Träumerei anzuschließen. Wir studieren weiter den Führer.
Dort steht, zum ersten Mal bestiegen wurde der Gran Paradiso am 4. September 1860 durch, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, J.J. Cowell, W. Dundas, M. Payout und Jean Terrasse. Deren Route über den spaltenarmen Gletscher bildet heute noch den üblichen Normalweg. Die meisten Bergsteiger betreten aber nicht den Hauptgipfel, sondern den benachbarten und fast ebenso hohen Felsgipfel, der mit einer Madonnenstatue gekrönt ist. An den letzten 10 ausgesetzten Metern kommt es dabei aufgrund des großen Andrangs im Begegnungsverkehr häufig zu heiklen Szenen. Begegnungsverkehr? Großer Andrang, heikle Szenen. Markus und ich schauen uns an, Zweifel im Blick. Auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern sind wir hier gelandet. Aber werden wir fündig oder erwartet uns eine Enttäuschung? Oh, wir hätten doch in den Sarek gehen sollen. Wird schon, sage ich und bemühe mich um Überzeugungskraft. Wirst sehen, da oben ist kaum jemand. Mhm. Doch gegen Mittag des nächsten Tages erreichen wir nach knapp 3 Stunden Aufstieg das Rifugio Emanuele. Und es ist voll wie in einem Bienenschlag. Auf der Terrasse spreizt und streckt sich das Bergsteigervolk in der Sonne. Verschwitzte Kleidung hängt aller Orten über den Holzgeländern. Am Boden wabert leichter Nebel, der aus den zum Trocknen aufgestellten Bergschuhen steigt. An den Tischen sieht man nackte Oberkörper mit zum Teil stark behaarten Rücken. Manch einer ist dreist genug, seine nackten Füße irgendwo draufzulegen und rücksichtslos schrundige Fersen zu präsentieren. Der erste Schock sitzt tief bei Markus und mir. Ich kämpfe den Impuls, nieder auf dem Hacken kehrt zu machen. Packe Markus, der genau das tun will, am Schlafittchen und schleife ihn in die Hütte. Lass mich, ich will nicht. Mit gefangen, fahre ich ihn an. Wir warten 20 Minuten darauf, dass man uns einen Schlafplatz zuweist. Doch der dafür zuständige Mitarbeiter telefoniert und findet kein Ende. Und weil wir schließlich drängeln, bekommen wir einen furchtbaren Schlafplatz ganz oben unterm Dach, wo man nicht aufrecht stehen kann und es stickig und warm ist. Ich habe schon in so einigen Matratzenlagern gelitten, aber dieses hier ist das Kurioseste. Die niedrigen Deckenbalken sind voller Dellen von harten Bergsteigerschädeln, die morgens in der Dunkelheit dagegen gestoßen sind. Markus und ich werfen unsere Hüttenschlafsäcke auf die uns zugewiesenen Plätze und beschließen, den restlichen Tag in Sarkasmus zu verbringen. Zurück auf der Terrasse üben Markus und ich uns in der hohen Kunst des Beobachtens. Wie zuvor schon gesagt, natürlich sarkastisch. Wir teilen die große Gruppe der Anwesenden in Stereotype auf. Der Extremist. Behängt von oben bis unten mit Seil, Karabinern, Eisschrauben, Eispickel, Steigeisen, Helm und Schneeschuhen am Ultralight-Hochalpin-Rucksack. Bekleidet mit dem Besten vom Besten, was Hardshell und Gore-Tex hergeben. An den Füßen knallbunte Expeditions-Bergsteigerstiefel. Die gesamte Ausrüstung hat den Wert eines Kleinwagens. Der Extremist trägt aber kein Gramm zu viel Ausrüstung mit sich herum und genauso verhält es sich mit ihm selbst. Er ist asketisch und austrainiert bis in die Fingerkuppen. Sein sonnenverbranntes Gesicht zeugt von der intensiven Höhensonne, der er sich hier oben dauernd aussetzt. Und in dieser harten braunen Fläche leuchten die perfekten Zähne mit dem Schnee um die Wette. Seine Hightech-Sonnenbrille nimmt er auch nachts im Schlafsack nicht ab. Er ist der König der Bergsportler und redet nur mit seinesgleichen. Er ignoriert das Fußvolk und nimmt das Hüttenleben als notwendiges Übel hin, um sein Ziel zu erreichen. Das ist natürlich nicht der schnöde Gipfel des Gran Paradiso. Nein, er klettert am gefrorenen Wasserfall oder der noch nicht durchstiegenen Nordwestwand, von der er sich dann anschließend mit dem Fallschirm in die Tiefe stürzt. Aber es gibt auch noch den Normalo. Ob Familienvater mit Anhang, Student, der auch mal was erleben will, oder 2 mittelalte Männer aus der norddeutschen Tiefebene. Der Normalo ist auf der Suche nach einer sportlichen Herausforderung. Verknüpft mit einem besonderen Naturerlebnis. Mitunter genießt der Normalo sogar den Trubel auf der Hütte, tauscht sich aus und macht aus der Sache ein Gemeinschaftserlebnis. Oft bleibt er aber auch für sich. Der Normalo schaut ehrfürchtig zum Extremisten auf und weiß doch, er wird niemals so sein, denn er hat Frau und Kinder zu Hause und die möchte er unbedingt wiedersehen. Seine Ausrüstung variiert je nach Geldbeutel von 20 Jahre alt bis gestern gekauft. Er lässt sich kein X für ein U vormachen und ist der Realist unter den Hüttengästen. Der Tourist.
Durch irgendeine Schnapsidee hat der Tourist plötzlich den Drang verspürt, während seines Urlaubs in einem Vier-Sterne-Hotel einen der umliegenden Gipfel zu besteigen. Weder ist er adäquat ausgerüstet, noch verfügt er über die nötige Kondition und Konstitution. Mit Badeschlappen oder Espadrillos, in T-Shirt und ohne wetterfeste Jacke sollte man nicht wirklich auf einen Berg steigen. Was er weiß, aber ignoriert. Meist bekommt der Tourist nach einer solch unüberlegten Tour aber die meiste Presse, weil man seine Leiche aus einer Klamm, einem Wildbach oder einer Gletscherspalte geborgen hat. Der Fachmann. Er ist eine ganz besonders nervige Spezies. Der Fachmann war schon überall, hat die krassesten Abenteuer erlebt, parliert darüber aber, als seien es Spaziergänge gewesen, die ihm nicht mehr als ein Lächeln abgerungen haben. Der Fachmann ist ein begnadeter Redner, aber der schlechteste Zuhörer, den man sich nur vorstellen kann. Wenn ihm nicht der ganze Tisch zuhört, und der Benachbarte möglichst auch noch, verliert er schnell die Lust und stürzt sich auf andere Opfer. Am liebsten ist ihm der Bewunderer, und er ist deshalb häufig im Doppelpack mit ihm zu finden. Der Bewunderer. Er findet sich stets an der Seite des Fachmanns, wedelt die ganze Zeit mit dem Schwanz und hechelt sein selbst erwähltes Herrchen an. Er ist devot und lässt die Ergüsse des Fachmanns über sich ergehen, ohne mit der Wimper zu zucken oder selbst das Wort zu ergreifen. Tut er es doch, dann nur mit den Worten wie: Nein, echt, Wahnsinn, cool. Ja, mit so einem Pärchen sitzen Markus und ich auf einer Bierbank und genießen unseren Cappuccino. Der Fachmann doziert über seine Heldentaten und der Bewunderer nickt mit dem Kopf und sieht dabei aus wie ein Wackeldackel auf einer Buckelpiste. Nach einer halben Stunde wird es Markus und mir zu bunt. Wir verabschieden uns höflich und lassen die beiden allein am Tisch zurück. Nachträglich wird uns auch klar, warum sie vorher schon allein dort saßen. Zurück in der Hütte fragen wir den Wirt, wie viele seiner Gäste voraussichtlich am nächsten Morgen auf den Gran Paradiso steigen. Oh mein, das bin ich wieder. Yeah. Ich bin so Italiener. Ja. Warte, wo ich hab, Entschuldigung. Die meisten musst du sagen. Die meisten. Und was bedeutet das in Zahlen? 60. Ein kurzer Schockmoment vergeht schweigend. Wann ist der beste Zeitpunkt aufzubrechen, frage ich. Der Hüttenwirt verrät uns, dass die normale Aufstiegszeit so gegen 4 Uhr morgens ist. Wecken ist um 3:30, danach wird gefrühstückt und die Seilschaften oder Individualisten machen sich auf den Weg zur Besteigung. 60. 60. Markus und ich ziehen uns zu einem konspirativen Treffen in eine dunkle Ecke zurück, in der uns niemand belauschen kann. Sag mal, hast du Lust, mit all den anderen zusammen auf den Gipfel zu steigen? Nee. Wir brauchen ungefähr 4 Stunden bis zum Gipfel, denke ich laut nach. Die Sonne geht gegen 6 auf. Wie wäre es denn, wenn wir schon um 2 Uhr aufstehen und ohne Frühstück sofort losgehen? Dann haben wir einen ordentlichen Vorsprung und den Gipfel vielleicht einen Moment für uns allein. Hey, geniale Idee. Eine ähnliche Strategie wendete ich seinerzeit bei der Besteigung des 3.798 Meter hohen Großglockner an, dem höchsten Berg Österreichs. Und tatsächlich stand ich damals bei klarem Himmel für eine Viertelstunde allein am Gipfelkreuz, was dort so gut wie unmöglich ist. Markus ist einverstanden. Den Rest des Abends schleichen wir wie 2 Undercover-Agenten herum, betrachten misstrauisch die anderen Bergsteiger, belauschen ihre Gespräche und versuchen herauszufinden, ob noch jemand auf diese geniale Idee gekommen ist. Wir haben sogar noch das Frühstück gebucht, damit der Wirt keinen Verdacht schöpft und seinen besten Bergführerkumpel vorwarnt, dass ihm 2 Plattland-Greenhorns zuvorkommen könnten. Die Erstbesteigung des morgigen Tages, die gehört uns allein. Wir packen noch unsere Rucksäcke vor, legen alles bereit, damit es in der Nacht ganz schnell geht. Dann ziehen wir uns bei Zeiten ins Matratzenlager zurück. Tja. Ja. Und ob wir es wirklich geschafft haben, das verraten wir nicht. Da also, müsst ihr unser Buch kaufen. Ja, genau. Also wir werden jetzt hier mal so ein bisschen in dem Buch hin und her hoppeln, so ein paar Seiten auslassen. Das macht Sinn aus unserer Sicht, wenn man... Tut mir leid. Verraten. Ja, also, dann kann das ist einfach sparen. Zu schön. Ja. Man muss also dazu sagen, komm, wollen wir es erklären? Ja. Ein bisschen was noch dazu erzählen? Na gut, dann erzähl was. Also, ich muss sagen, ich wandere wahnsinnig gerne, aber ich bin nicht hundertprozentig schwindelfrei. Das war mein erster 4000er. Und das erste Mal, dass ich tatsächlich auch Steigeisen anhatte. Und Andreas hatte mir am Tag vorher so gezeigt, wie man damit umgeht. Das kann eigentlich auch jeder. Aber dann kam ich eben dort oben. Wir sind durch den Schnee oder besser durchs Eis gestapft, kamen da oben an und wie man sieht,
da oben der Gipfel, der war aber schnee- und eisfrei. Und jetzt hatte ich noch diese, ich sage jetzt einfach mal 10 cm langen Zacken an meinen Füßen unter meinen Bergstiefeln und bin auf das erste Plateau, also war wirklich so ein vielleicht 3 Quadratmeter großer flacher Felsen wie ein Tisch, da mich drauf geklettert, da hocke ich jetzt sozusagen und das ging rechts und links, noch krasser als man es da sehen kann, ging es wirklich gefühlte 400 Meter runter und ich habe angefangen zu zittern und habe dann zu Andreas gesagt, also tut mir leid, ich schaffe das nicht, mach das doch. Und während ich noch sagte, mach das doch, habe ich angefangen zu filmen. Und hinterher sieht man, Andreas war schon lange oben. Der ist schon wie eine Gänse ist er da entlang geklettert. Hat so 3, 4... Sag du mal, wie du da entlang geklettert bist, weil du weißt es besser als ich. Du hast es getan. Ja, das sind ja nur noch die letzten 10, 15 Metern, auf denen man aber tatsächlich nur ganz wenig Tritt hat. Also gerade mal so viel, um die Füße aufsetzen zu können. Und eigentlich seilt man sich dort auch an, dass für den Fall, dass man ausrutscht, dass man nicht gleich diese 400 Meter, die eigentlich nur 100 oder 200 sind, aber es reicht, um zu sterben, darunter fällt. Ich hatte aber kein Seil dabei und habe das mal eben schnell so gemacht. Das liegt aber auch daran, dass ich schon seit Kindesbeinen an wirklich ein guter Kletterer bin. Ich traue mir das dann zu und dann ist das auch völlig okay. Und es war auch völlig okay, dass Markus das nicht gemacht hat. Immerhin sein erster 4000er und auf die letzten 15 Metern kommt es dann auch nicht mehr an. Also schlimmer wäre es dann, wenn man es macht und hat Angst dabei und es passiert irgendwas. Dann kann man lieber klug sein und mal zurückstecken. Das kommt bei Outdoor-Touren immer mal wieder vor. Ja. Auf jeden Fall, es hat geklappt. Wir hatten den Gipfel. Wir hätten den auch eine halbe Stunde für uns allein haben können, aber die Aussicht war grandios. Man sieht es, das Wetter war toll, ein wolkenloser Himmel. Wir haben sogar den Sonnenaufgang noch miterleben können. Man konnte vom Bergrücken bis nach Mailand runtergucken, als das Mailand noch in der Dunkelheit beleuchtet da lag und das aus der Höhe. Dazu der Sonnenaufgang, das war einfach ein magischer Moment. Ja. Wir hätten den Gipfel eine halbe Stunde, wir hätten dann Picknick machen können. Es war aber ziemlich kalt, sodass wir relativ schnell wieder runtergegangen sind. Und dann kamen uns erst die ersten Seilschaften entgegen und die Bergführer. Also wenn Blicke hätten töten können, ja, dann wären Markus und ich nicht heil von dieser Tour zurückgekommen, weil die Bergführer mögen natürlich nicht, dass so zwei Greenhorns wie wir dann frei und ohne angeseilt und ohne vor allem Geld für eine Führung bezahlt zu haben, da rumlaufen. Obwohl man wirklich sagen muss, bis zu diesem Punkt muss man nicht angeseilt sein. Da ist es wirklich, wäre es das von großem, großem Vorteil gewesen, aber bis dorthin kann man wirklich auch so stapfen. Ja, weißt du, was mir gerade auffällt, Markus? Was denn? Nach alledem, was wir hier so geschrieben haben und jetzt auch vorgelesen haben, das ist mir vorher noch gar nicht so klar geworden, aber ich befürchte, wir beiden können uns nie wieder auf irgendeiner Berghütte blicken lassen. Warum denn? Habe ich irgendwie so das Gefühl. Nein, ich verlängere jedes Jahr meine Alpenvereinsausweis auf jeden Fall und wir können das auch noch. Ja, Markus hat jetzt mir so ein bisschen hier so den Cliffhanger genommen. Weil ich sagen wollte, wenn ihr wissen wollt, ob wir auf den Gran Paradiso gekommen sind, ob wir den für uns allein hatten, dann müsst ihr halt eben das Buch kaufen und das lesen, weil das lassen wir einfach mal aus. Das Foto hat jetzt aber schon ganz schön viel verraten. Da mache ich jetzt vielleicht noch einen anderen Cliffhanger. Nämlich, was in der Zwischenzeit passiert ist, zwischen diesem Abenteuer auf dem Gipfel und dem Sarek. Dazwischen lag noch ein anderes Abenteuer, davon erzählen wir jetzt nicht. Das war ungefähr das Schlimmste, was wir je erlebt haben. Wenngleich es auch vor der Haustür stattfand. Das stimmt. So, und jetzt mache ich mal einen Sprung. Ich bin wieder dran mit Lesen, Markus. Du bist dran, genau. Guck jetzt, wie das heißt. Hier, das nächste Kapitel. Vom Zelt geohrfeigt. Klatsch! Ein nasser Schlag wie eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Nur handelt es sich nicht um eine Hand, die mich schlägt, sondern um gelben Zeltstoff aus wasserabweisendem Material, der mich jahrelang zuverlässig vor den Unbilden der Natur geschützt hat. Das wäre auch jetzt seine Aufgabe gewesen. Warum aber schlägt er mir stattdessen ins Gesicht? Ich versuche, mich aus dem Schlafsack zu befreien, der sich irgendwie um meinen Körper gewickelt hat, kämpfe gleichzeitig gegen mein Zelt an, das mich ersticken will, und spüre, wie eine ungeheure Kraft mich niederdrückt. So langsam ahne ich, was passiert ist. Andreas? Das ist Markus' Stimme. Sie klingt ängstlich, dünn und weit entfernt. Dabei steht sein Zelt doch nur einen Meter neben meinem. Ich schaffe es, mich aus der feuchten Umarmung meines Zeltes zu befreien, indem ich mit einer Hand das verbogene Zeltgestänge in die Höhe drücke. Andreas! Wieder Markus, diesmal nachdrücklicher und mit ein wenig Panik in der Stimme. Mein Zelt ist im Arsch, rufe ich gegen den brüllenden Sturm an. Ich muss hier raus! Aber das ist eigentlich keine Option. Denn da draußen tobt ein schwerer Sturm. Es regnet. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Wenn ich jetzt das Zelt verlasse, bin ich binnen Sekunden nass bis auf die Haut und habe keine Chance, mich irgendwo zu trocknen. Ich würde wohl schlicht und einfach erfrieren. Was ist mit deinem Zelt? Das hält noch.
Aber ich muss die Stangen festhalten. Ich versuche mal was, antworte ich. Ich schalte meine Stirnlampe ein und suche im Zeltdach nach den dünnen Stangen aus Aluminium, die sich an zwei Stellen überkreuzen und so eine halbgeodätische Konstruktion bilden. Stabil und sicher, aber nicht für einen solchen Sturm gemacht. Ich finde die Überkreuzungsstelle und drücke sie nach außen, um die verbogenen Stangen in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Dabei darf ich aber nicht zu stark drücken, sonst würden sie brechen. Wir können jetzt hier nicht raus! Ich weiß, ächze ich und stemme mich gegen eine besonders schwere Sturmböe. Ich friere am ganzen Körper, meine Zähne schlagen trotz der Anstrengung bibbernd aufeinander. Mühsam krieche ich in den Schlafsack zurück, wechselweise einen Arm immer gegen das Zelt gestemmt, und ich frage mich, warum ich mir das hier antue. Wie gemütlich war es doch im Matratzenlager der Memminger Hütte gewesen? Was war nur passiert? Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Wir sind im Sarek. Andreas und ich haben wahrgemacht, wovon wir so lange geträumt haben. Und jetzt ist ein Albtraum daraus geworden. Vor 3 Tagen sind wir an der Fjellstation Salto Luokta gestartet und es war von Beginn an eine echte Tortur. Wie konnten wir nur glauben, dass der Sarek eine tolle Wanderdestination ist? Der Platz, an dem wir vor 2 Tagen unsere Zelte aufgeschlagen haben, ist keine lauschige Wiese, sondern ein Felsrücken mit höchstens 10 Zentimetern Erde drauf. Moos und Flechten krallen sich an diese dünne Humusschicht und unsere Heringe finden keinen wirklichen festen Halt darin. Ein weiterer Grund, warum wir das Zelt jetzt nicht verlassen können. Es würde einfach davonfliegen. Nur unser Körpergewicht hält es am Boden. Diesen Platz haben wir aus Verzweiflung und in Ermangelung einer anderen Möglichkeit ausgewählt. Wir waren durchnässt und vollkommen entkräftet, konnten keinen Schritt mehr weitergehen. Im Dauerregen haben wir hinter einem großen Felsen zunächst ein provisorisches Lager eingerichtet, um vor dem beißend kalten Wind geschützt zu sein. Mit ganz viel Galgenhumor bauten wir im Regen unsere Zelte auf und schafften es dabei noch, die Windrichtung zu beachten und die größte Angriffsfläche der Zelte aus dem Wind zu nehmen. Dann wurden nach und nach Isomatte, Schlafsack und Ausrüstung ins trockene Zelt gebracht. Die Rucksäcke und die durchnässte Kleidung blieben draußen im Schutze des Felsblocks zurück. Wir hofften auf ein Wunder, dass sie dort über Nacht wenigstens ein bisschen trocknen. Über Nacht hat der Wind jedoch gedreht und Orkanstärke erreicht. Das passiert gar nicht mal so selten hier oben. 1 Stunde halten Andreas und ich es noch in unseren Zelten aus, kämpfen gegen den Sturm, der immer stärker wird, wollen eigentlich nicht hinaus. Aber uns ist natürlich klar, dass wir irgendwann handeln müssen. Als der Regen aufhört, ist unsere Chance gekommen. Raus aus den Zelten, rein in die Klammwanderschuhe, die schon seit dem ersten Tag im Sarek nicht mehr trocken waren. Der Wind zerrt an uns und an den Zelten. Da mein Zelt noch ganz gut dasteht, kümmern wir uns erst einmal um seins. Aber ein Zelt abzubauen ist in einem Sturm mit Orkanböen alles andere als einfach. Nachdem die Heringe raus sind, knattert der Stoff im Wind wie ein Maschinengewehr und schlägt uns immer wieder um die Ohren. Nur gemeinsam schaffen wir es, beide Zelte abzubauen, ohne dass uns irgendetwas davon weht. Dabei werden unsere Finger in der Kälte immer steifer und unbeweglicher. Schließlich suchen wir Schutz hinter dem Felsbrocken, wo ja schon unsere Rucksäcke an einer trockenen Stelle liegen. Da wir natürlich eben nicht die Zeit hatten, uns vernünftig anzuziehen, müssen wir es jetzt nachholen. Halbnackt im Wind, der planlos wütet, ziehen wir alles an warmer Kleidung an, was wir noch so dabei haben. Tja. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind im Sarek. Vielleicht für... Ist jemand hier noch nicht im Sarek gewesen? Die meisten wahrscheinlich, oder? Vielleicht beschreibe ich mal ganz kurz, Markus, was einen da erwartet im Sarek. Sag das mal. Ja. Also der Sarek, das ist ja ein schwedisches Lappland jenseits des Polarkreises und es erwartet einen dort eine hochalpine Gegend. Die meisten Berge über 2000 Meter finden sich dort, also die meisten in Schweden. Es finden sich auch die meisten Gletscher und Gletscherflüsse. Es finden sich dort aber auch die meisten Regentage und die meisten Sturmtage. Und wenn man so eine Tour plant, wie Markus und wir sind ja ganz groß, also Markus und ich sind ganz große Planer, das hat man ja schon an der Gran Paradiso-Sache gemerkt. Wenn man dann so eine Tour plant, denkt man natürlich die ganze Zeit, diese Berichte von wegen schlechtem Wetter und so weiter, das mag bei den anderen so gewesen sein, bei uns wird es wahrscheinlich 14 Tage lang die Sonne scheinen.
Wir hatten vom ersten Tag an Regen. Wir hatten eigentlich von der ersten Minute an Regen. Wir haben jeden Schutz gesucht, den man finden konnte, um im Wind mal eben was aus dem Rucksack zu nehmen. Wenn man keinen Windschutz hatte, dann wehte einem die Schutzfolie für den Rucksack weg und solche Sachen mehr. Man findet dort einen Boden, der eigentlich kaum begehbar ist. Also keine Wege, keine Infrastruktur. Es gibt einfach keine Wege. Man muss sich seinen Weg selber suchen mit Karte und Kompass. Und dann besteht der Boden entweder aus Geröll und Felsbrocken, wo man sich dann mühsam zwischendurch wühlen muss. Oder er besteht aus Grasflächen, die aber immer so feucht sind, dass man mindestens in Stiefelhöhe immer in dieses Wasser einsackt. Das heißt, die Füße und die Stiefel sind auch vom ersten Tag an immer nass. Und man kommt nur sehr schwer voran. Man schafft nicht wirklich viel Strecke am Tag. Darum geht es ja aber auch gar nicht. Und was noch dazu kommt, ist, dass man sehr, sehr viele Flüsse queren muss, also furten muss. Gletscherabflüsse, das heißt, das Wasser ist sehr kalt. Das tut an manchen Körperstellen dann auch weh, wenn man da so nackt durch muss, wie wir erfahren haben. Und manche sind von der Strömung her auch so stark, dass es... Nackt. Andreas ist immer nackt durch die Flüsse gegangen. Ich hatte noch meine Unterhose an. Ach so. Gut, dass du das hier erwähnst, Markus. Ja? Und hier so ein paar Bilder imaginierst. Ja, und man seilt sich dann, wenn es ganz extrem ist, seilt man sich auch mal an, damit man heil durch diesen Fluss kommt. Das ist so diese Gegend, die einen erwartet. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man so 4-5 Tage unterwegs ist und von oben kommt immer nur der Regen. Man geht die ganze Zeit so gebeugt, man hat die Kapuze über dem Kopf, die Hände in den Taschen oder an den Trekkingstöcken, geht so vor sich hin und man ist genervt vom Wetter und von der Kälte. Die Hände sind immer kalt und klamm, die Klamotten sind jeden Morgen kalt und klamm. Man ist dann durch das Wetter schon relativ genervt. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Also wenn man da mit einem Partner unterwegs ist und man ist selber so genervt, dann reicht eigentlich eine Kleinigkeit von dem Partner, die er falsch macht und man hackt ihm den Kopf von, also übertrieben jetzt aus meiner schriftstellerischen Tätigkeit heraus gesehen, hackt man ihm dann die Rübe vom Kopf, damit man endlich Ruhe hat. Manchmal fühlt man sich dann einfach so, man ist genervt. Auch zwischen Markus und mir ist nicht einfach immer alles glatt gelaufen. Ne? Wir sind zwar gute Kumpels und wir kommen auch gut miteinander aus, aber auch wir haben unsere Belastungsgrenzen. Da gibt es halt so Sachen wie, Markus, wo du das jetzt schon gesagt hast, dass ich da nackt rumgelaufen bin, muss ich dich jetzt auch noch einmal durch den Kakao ziehen. Okay. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Ja, na, mach das. Wie Markus sich in der Wildnis verhält. Also das muss man einfach, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich will es wenigstens einmal schildern. Ja. Nächstes Kapitel, Lost in Tent Technik. Das heißt, so wie man verliert sich in seinem Zelt. Das Zelt muss jeden Morgen abgebaut, der Rucksack jeden Morgen neu gepackt werden. Anfangs erscheint das nervig, aber nach 2 bis 3 Tagen hat man den Bogen raus. Jeder Handgriff sitzt und man weiß genau, wo welches Teil in den unzähligen Packtaschen des Rucksacks zu finden ist. Es macht das Leben in der Wildnis leichter, wenn man dabei einem genauen Plan folgt. Dann muss man nicht lange suchen, wenn man etwas braucht. So ist es zum Beispiel sinnvoll, die Schlafkleidung in den Schlafsack mit einzurollen. Dazu Stirnlampe und Buch. Rollt man ihn am Abend aus, hat man sofort alles parat und freut sich darüber. Auch schmeckt eine darin eingerollte Tafel Schokolade als Betthupferl besser, weil sie leicht angewärmt und damit weich und nicht steinhart ist. Das darf man nicht unterschätzen. Diese große Freude, am Abend im Schlafsack eine Tafel Schokolade, also eine ganze nicht, so viel hat man nicht dabei, aber wenigstens ein bisschen Schokolade, die nicht steinhart gefroren ist, sondern die schön weich und zuckersüß ist. Das rettet vieles, manchmal Freundschaften. Als überaus praktisch hat es sich auch erwiesen, Feuerzeug, Essbesteck und Spülbürste in der Kochschale aufzubewahren, weil man all diese Dinge beim Kochen benötigt. Zeltheringe fühlen sich am wohlsten in der Nähe des Zeltes. Das Taschenmesser am Gürtel oder in der Außentasche des Rucksacks. Der Kompass griffbereit in der Gürteltasche des Rucksacks. Ach, diese Liste ließe sich noch lange fortführen. Schwierig wird es nur, wenn 2 Wanderer gemeinsam unterwegs sind, der eine diese Vorgehensweise berücksichtigt, der andere aber nicht. Für Markus ist sein Rucksack eher so wie eine Damenhandtasche. Er weiß zwar, es ist alles da drin, aber nicht wo. Und wenn die Suche allzu lang dauert, gerät er in Panik. Während unserer 14 Tage im Sarek wehrte er sich standhaft gegen jedes Packsystem und setzte stattdessen darauf, jeden einzelnen Morgen ein neues System zu entwickeln. Ich bin Schauspieler, immer was Neues. Dabei ist er dann auch äußerst kreativ. So kreativ, dass er nicht selten die Kontrolle über sein System verliert. Ausrüstungsgegenstände tauchen plötzlich an Stellen in seinem Rucksack auf, wo sie erstens nicht zu suchen haben und zweitens auch gar nicht reinpassen. Für mich hat das zur Folge, dass ich jeden Morgen eine halbe Stunde auf ihn warten muss. Denn ich bin ein wenig spießig in Bezug auf Ordnung. Was vielleicht mit meinen 4 Jahren Dienst bei der Bundeswehr zu tun hat. Tja, ich habe Zivildienst gemacht. Ein wenig warten zu müssen ist eigentlich auch nicht weiter schlimm. Es sei denn, man ist zuvor in klamme Kleidung und feuchte Stiefel geschlüpft. Friert deshalb.
Und Temperatur und Windchill tragen dazu bei, dass man noch mehr auskühlt und die Füße sich schon am frühen Morgen wie Eisblöcke anfühlen. Während der unorganisierte Partner schwitzt, weil er mit seinem Rucksack kämpft. So ist das bei Markus und mir seit dem ersten Tag im Sarik. An Tag 9 habe ich mich längst daran gewöhnt und ertrage es stoisch. Finde sogar eine gewisse Belustigung dabei, Markus zu beobachten und zuzuhören. Ja, er spricht tatsächlich mit den Dingen, die er ein- und auspackt und sucht und findet. Ah, da bist du, ja. Wusste ich doch, dass du nicht abgehauen bist. Aber an der Stelle hätte ich dich nicht vermutet. Ja, sowas in der Art. Nur wie gesagt, wenn man friert, ist das nicht so lustig. Und dann laufe ich leicht genervt auf und ab und klappere dezent mit den Trekkingstöcken und Zähnen, scharre sozusagen mit den Hufen, was einen gewissen Druck auf Markus ausübt und ihn nur noch hektischer werden lässt. Irgendwann muss ich dann vorausgehen, damit wir uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Für wen das jetzt so klingt, als sei es doch erstrebenswert, da ganz allein zu wandern, dem sei gesagt, für diese wenigen Minuten am Morgen, die ein wenig nervig sein können, bekommt man den ganzen restlichen Tag einen Partner, auf den man sich verlassen kann, der Gefahr und Angst und Anstrengung erträglich macht, mit dem man reden kann, wenn einem nach Reden ist. Und wäre es nicht entsetzlich langweilig, wenn wir beide so spießig korrekte Backpacker wären wie ich? Ohne Markus unkonventionelle Art und Weise an dieses eher langweilige tägliche Prozedere heranzugehen, wäre der Trekking-Nachwelt zum Beispiel eine ganz spezielle Technik des Zeltabbauens entgangen. Ich nenne sie die Lost-Intent-Technik. Dabei geht es darum, an einem Morgen, an dem es leicht regnet, seinen Rucksack möglichst im Trocknen zu packen und auch beim Abbau des Zeltes das Zelt nicht zu verlassen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Markus erledigt also alles im Zelt, auf engstem Raum, in dem er sich nicht mal gebückt aufrichten kann. Von außerhalb betrachtet sieht es so aus, als führe er da drin die entscheidende Schlacht um Mittelerde. Und das klingt auch so. Richtig spannend wird es aber, nachdem er den fertig gepackten Rucksack hinausgeschoben hat und das Zelt von innen heraus abbauen will, statt wie sonst erst einmal die Außenhaut abzunehmen. Diese Technik führt dazu, dass er irgendwie in diesem ganzen Wust aus Zeltplane, Fliegennetz und Innenzelt verschwindet und ich mir ein wenig Sorgen um ihn mache. Ja, und wenn man jetzt glaubt, er hätte übertrieben, es gibt tatsächlich einen sehr langen Film vom Sarik, der ist fast eine Stunde lang, der ist vielleicht auch schwer zu ertragen, weil ich nämlich... den weiß ich auch heute nicht mehr, warum ich diesen Gedanken hatte, dass ich... alles, was ich dort zum Besten gebe, in österreichischen oder in meinem Vorstellung wie ein Wiener redet, so habe ich da die ganze Zeit geredet, weil ich das lustig fand, so als Naturbursche unterwegs zu sein und eine Kunstfigur zu entwerfen. Aber im Nachhinein, das ist wahnsinnig anstrengend und stressig. Aber da sieht man das alles, was wir da gemacht haben. Und deshalb habe ich dann hinterher noch mal eine 15-minütige super Kurzfassung, wo eigentlich nur noch du sprichst eigentlich nur noch. Und dieses nervige Wienerische. Hast du die Nacktszenen rausgemacht? Die Nacktszenen habe ich auch, meine Frau mich drum gebeten. Ja, okay. Habe ich auch rausgenommen. Aber falls, also es gibt einen Kanal, der heißt Cliff und Hänger, Andreas, ich muss das ja mal sagen dürfen. Und da findet man dann auch kleine Outdoor-Filme von unseren Touren, unter anderem eben die Sarik-Geschichte ist natürlich, also im Titel kommt Sarik vor, ich glaube Rise of the Sarik. Wanderer oder irgendwas Lustiges haben wir uns da noch einfallen lassen zum Titel. Zumindest ein lustiger Film. Steht auch hier im Buch irgendwo nochmal so ein Hinweis. Genau, und die Link. Internet, also die Adresse, die Webadresse steht hier im Buch. Genau. Ich mache mir jetzt nur gerade Gedanken darum, warum das deiner Frau wichtig ist, meine Nacktszenen aus dem Film zu schreiben. Ach so. Aber gut, machen wir vielleicht im Text weiter. Es vergeht jetzt wieder ein klein wenig Zeit, seitdem ich Markus beim Zeltabbau zugeschaut habe und ihn dann irgendwann in den Höhlen von Moria doch wiedergefunden habe. Es sind einige Dinge in der Zwischenzeit passiert, richtig abenteuerliche Dinge, die man auch so nur im Sarik erleben kann. Wir hatten zum Beispiel, was hatten wir denn? Gefährliche Tiere haben uns angegriffen. Wir sind auf die gefährlichsten Tiere des Sariks gestoßen, ganz genau. Ja. Wir hatten nochmal einen heftigen Sturmtag. Wir wären fast in einem Wasserfall, in einem Fluss-Wasserfall-Gemisch ertrunken. Solche Wenn Dinge ich sind dich nicht passiert. Angeseilt hätte. Wenn ich mich nicht angeseilt hätte, würde ich heute nicht mehr leben. Das alles ist in der Zwischenzeit passiert. Aber jetzt kommen wir so zum Ende der Tour. Wir wissen, wir haben nur noch ein paar Tage. Und das schlimmste Abenteuer liegt aber noch vor uns. Genau. Möchtest du anfangen oder fange ich an? Weiß jetzt gar nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Was haben wir jetzt im Hotel gesagt? Nee, du fängst erstmal an, glaube ich. Ja, okay. Da muss ich aber ganz kurz, weil ich ja hier auch für die Bilder... Das Kapitel heißt, eine Seefahrt, die ist lustig, weil das besteht einem im Sarik auch bevor. Also man muss tatsächlich auch Seefest nicht sein. Nur Flüsse, nein, man muss auch manchmal ganze Seen überqueren.
Warte. Warum reagiert das immer so lustig? Langsam. So. Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg. Es geht über eine leichte Richtung Nordosten abfallende Ebene. Wir gehen nicht, wir schweben. Und unser Blick kann vollkommen frei und ungehindert bis zum See Sitojaure schweifen. Am östlichen Ufer des Sees liegt ein kleines Hüttendorf, zu dem auch der weltbekannte Fernwanderweg Kungsleden führt. Dort soll es einen Anleger mit Booten geben, der für die Wanderer gedacht ist, damit sie von einer Seeseite zur anderen gelangen können. Nicht mehr weit, dann treffen wir auf den Königspfad und werden bis zur Fjellstation Saltulokta auf ihm wandern. Für uns ist jetzt aber bald Schluss mit Alleinsein, denn der Kungsleden ist viel begangen. Klar bin ich auch ein wenig wehmütig in diesem Moment, denn eine großartige Tour neigt sich ihrem Ende entgegen. Aber das Glücksgefühl und die große innere Gelassenheit überwiegen deutlich. Ich möchte jedem ans Herz legen, einmal im Leben für mindestens 10 Tage abseits jeder Zivilisation und Infrastruktur unterwegs zu sein. Ja, es ist hart, es ist herausfordernd, es übersteigt deine Kräfte, aber es gibt dir mehr zurück, als du investierst. Und du wirst für den Rest deines Lebens eine unbezahlbare Erinnerung in dir tragen. Nachdem wir eine Stunde gewandert sind, können wir schon von Weitem die ausgetretene Spur des Kungsleden sehen. Wie eine Schlange zieht er sich durch das offene Gelände, nur hin und wieder unterbrochen von lichten Birkenwäldchen. Aber alsbald erreichen wir den unteren Teil des Sitojaure, der hier Gabdajavre heißt. Ja, das hat funktioniert. Ich habe das hier nur reingeschrieben, damit Markus sich die Zunge bricht beim Vorlesen. Wie heißt der noch? Gabdajavre. Ah, okay. In dem kleinen Hüttendorf Svinja angekommen, in dem freilich niemand lebt, außer nächteweise die Kungsledenwanderer, finden wir schnell den Bootsanleger. Nicht überraschend befindet er sich am Ufer des Sees. Allerdings, es liegt kein Boot dort. Und hier sieht man, dort sind wirklich, also das ist ein Beweis, dass diese Schilder sind dort an dem Bootshaus angebracht in 3 Sprachen. Und da steht, rudern Sie zur Anlegestelle am gegenüberliegenden Seeufer, folgen Sie den ausgelegten Bojen, das ist ja schon mal klar. Und dann hier, nach der Überfahrt muss sich mindestens ein Boot an jedem Ufer befinden. Und was war da? Ja, aber als wir dort angekommen sind, lag da kein einziges Boot. Und wie soll das dann zum Teufel funktionieren? Ist vor uns jemand zum anderen Ufer rübergerudert und hat sich nicht an diesen Satz gehalten? Müssen wir nun außen um den See herumgehen, was uns sicher einen ganzen Tag kosten würde? Wir legen erst einmal die Rucksäcke ab und entscheiden uns, eine Weile zu warten, auf was auch immer. Die Sonne scheint, es ist warm, die Aussicht fantastisch. Es gibt Schlimmeres, als an einem solchen Platz zu warten. Sich durch ein Birkeninferno einen Berghang hochkämpfen zu müssen beispielsweise. Oder die kalte, nasse Ohrfeige eines Zeltes am frühen Morgen. Ein Orkan, der einen auf die Knie zwingt. Ach, diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Aber ich mag jetzt lieber auf dem Steg sitzen und Blick und Gedanken schweifen lassen. In der Ferne, draußen auf dem Wasser, tut sich aber etwas. Im ersten Moment halte ich es noch für eine Täuschung. Doch im Näherkommen bestätigt sich der erste Eindruck. Zwei mit einem Seil aneinander gebundene Boote nähern sich im Schneckentempo. Das hintere Boot ist leer. Im vorderen sitzt ein Pärchen. Der Mann rudert. Und es sieht so aus, als hätte er keine Lust mehr. Oder wäre vollkommen ausgepowert. Als sie den Anleger erreichen, vernehmen Markus und ich unsere Landessprache, ein wenig bayerisch eingefärbt. Wie sich herausstellt, kommt das junge Pärchen aus Landsberg am Lech, aber nicht mit den Booten natürlich gerade. Die Boote haben sie vom anderen Seeufer mitgebracht und erklären uns nun den Ablauf. Also, vor unendlich langer Zeit ist das Pärchen von hier aus, also hier, wo wir gerade stehen, mit einem Boot hinübergerudert. Auf der anderen Seite haben sie dort das zweite Boot aufgenommen, was dort verteut war, und sind dann mit beiden Booten zusammen zurückgekommen, um dann wiederum eines hier zu lassen, damit den Regeln entsprechend also an jedem Ufer mindestens ein Boot liegt. Mit diesem einen Boot, in dem sie nun sitzen, rudern sie wieder zurück auf die andere Seite, um dort ihre Wanderung auf dem Kungsleden fortzusetzen. Und damit werden sie letztlich die Strecke
dreimal gerudert sein, aber eigentlich um nur einmal überzusetzen. Klar soweit? Wir freuen uns, denn wir können bei den beiden mitfahren und müssen für die gleiche Strecke nur einmal rudern. Immer noch klar soweit? Doch in diesem Moment springen zwei Finnen aus dem Gebüsch hervor, ebenfalls ein Pärchen. Beide wirken ein wenig ausgelaugt und sie bitten radebrechend darum, bei dem Pärchen mitfahren zu dürfen. Angeblich warten sie schon länger als wir, sind nur im Wäldchen eingeschlafen. Sie machen auf uns einen erbarmungswürdigen Eindruck. Offizier und Gentleman, die wir sind, lassen wir ihnen natürlich den Vortritt. Die Bayern rudern also mit den Finnen davon und wir beladen das zweite Boot und rudern hinterher. Die Voraussetzungen für eine großartige Bootstour könnten nicht besser sein. Die Sonne scheint, es weht kein Wind, das Wasser ist vollkommen glatt, Strömung gibt es auch nicht, ein Ententeich. Überhaupt kein Problem für uns zwei athletische Recken. Markus beginnt. Er legt sich ordentlich ins Zeug, denn unser erklärtes Ziel ist es, das bayerisch-finnische Team einzuholen, um ihnen zu zeigen, dass die 20 Jahre, die wir ihnen altersmäßig voraus sind, sich lediglich in Erfahrung zeigen, nicht in Schwäche. Eine Strecke sind ungefähr 4 Kilometer. Nach der Hälfte tauschen wir, denn ich will unbedingt an die Riemen. Während wir das bayerisch-finnische Team überholen, stellen wir Coolness zur Schau und tun so, als würde uns das alles nichts ausmachen, obwohl es irgendwie doch anstrengend ist. Hey, mach mal langsam, das zieht sich, rufen die Bayern. Ja, passt schon, entgegnen wir lässig. Wir gewinnen die Überfahrt mit deutlichem Vorsprung. Und leider in meinem Fall auch mit Blasen an den Händen, da ich anders als Markus keine Handschuhe trage. Also, nachdem also alle drüben angekommen sind, binden wir das bayerisch-finnische Boot ohne die Bayern und Finnen darin an unser Boot und rudern wieder zurück. Weil drüben liegt ja jetzt kein Boot mehr. Also es muss ja aber stets ein Boot auf beiden Seiten liegen, damit die nachfolgenden Wanderer eines haben, um das andere von hier abzuholen, um es dann wieder drüben zu lassen für die nachfolgenden. Klar soweit? Markus darf wieder an die Riemen. Leider drückt jetzt doch der Wind von vorn. Zusätzlich behindert das zweite Boot und es kostet echt Kraft, es hinterherzuziehen. Bald darf ich wieder ran, obwohl ich lieber ein Nickerchen machen würde. Allzu lange habe ich keine Lust, dann darf Markus wieder an die Riemen. Der Wind nimmt zu, das Wasser wird ein wenig kabbelig. Es fällt uns schwer, mit dem Gespann durch die Untiefen und zwischen den Felsen hindurch zu navigieren, was auf der ersten Fahrt gar kein Problem war. An diesen etwas heiklen Stellen, die durch Bojen markiert sind, benötigt derjenige, der an den Rudern sitzt, einen Steuermann, da er ja mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzt und deshalb Bojen und Untiefen nicht sehen kann. Während Markus mir dauernd mit ausschweifenden Kurskorrekturen in den Ohren liegt, wo ich doch die Stille des Sees genießen will, führe ich ihn mit wenigen stummen Handzeichen, was wiederum ihn nervt, weil ich zwischendurch einnicke und er mit den Bojen kollidiert. Genau. Wir sind wirklich langsam unterwegs, sehr langsam. Diese Überfahrt dauert 20 Minuten länger als die erste, aber zumindest werden wir braun im Gesicht. An dem Ufer angekommen, an dem wir vor mehr als 2 Stunden aufgebrochen sind, lassen wir das zweite Boot am Anleger zurück. Leider ist niemand da, dem wir hätten erklären können, wie es läuft und der für die nächste Überfahrt die Ruder übernommen hätte. Also gut, dann halt noch einmal. Ohne zweites Boot und mit dem Wind im Rücken geht es besser. Trotzdem tauschen wir dauernd die Plätze und benötigen abermals 20 Minuten länger als bei der ersten Fahrt. Nach 3,5 Stunden erreichen wir das Ufer, von dem aus wir weiter wandern wollen. Herrschaftszeiten. Vom Rudern haben wir jetzt erst einmal die Nase gestrichen voll. Ja, das war hart, aber ehrlich gesagt, was haben wir letztes Jahr gemacht, Andreas? Genau. Also es hat nicht lange angehalten. Also man denkt dann immer so, wenn man solche Situationen erlebt oder vom Zelt ohrfeigt wird oder fast ertrinkt, denkt man immer, warum tue ich mir das an? Ich könnte auch zu Hause auf der Couch sitzen und Netflix leer gucken. Muss doch nicht sein. Eine Woche, 2 Wochen später hat man das schon wieder vergessen, sieht nur noch die schönen Dinge. Also haben wir im letzten Jahr, als wir eigentlich wollten wir nach Montenegro und dort in die tiefste Schlucht Europas. Und das ist, glaube ich, auch sogar der längste Adria-Fjord. Ne? Der längste Mittelmeer-Fjord, okay. Den es überhaupt gibt. Den haben die auch. Den gibt es da und den wollten wir durchwandern. Da kam uns dann aber die Pandemie in die Quere, wie so vielen anderen auch. Ihr kennt das sicher, die meisten von uns haben ihre Reisepläne ändern müssen, konnten nicht das machen, was sie wollten. Und mit dem Zug nach Montenegro fahren war dann im Oktober, also zum Höhepunkt der Pandemie oder der zweiten Welle, keine wirklich gute Idee. Das ging auch gar nicht mehr. War verboten. Wir mussten uns dann was anderes einfallen lassen und
Ja, dann habe ich mir kurzerhand einen Seekajak gekauft. Markus hatte schon eins, weil er ja an der Ostsee ein kleines Ferienhaus hat. Und dann sind wir dort vom Ostseestrand mit den Seekajaks in die dänische Südsee. Also zuerst sind wir auf der Schlei bis nach Heiterbu gepaddelt. Also naja, wollten wir direkt, das ist eine kleine Insel, eine sehr schöne Insel, die heißt Ärö. Die wollten wir eigentlich direkt ansteuern. Dann war es aber schon so ein bisschen kabbelig. Und Andreas war wirklich das erste Mal im Solo-Seekajak unterwegs. Ich glaube, vorher hattest du mal Kanutouren hattest du schon mal gemacht. Hattest da ein bisschen Erfahrung im Paddeln in dem Sinne. Aber so Kajak, das war ja, für Markus, dich auch komplett. Markus will jetzt eigentlich erzählen, dass ich gescheitert bin an dieser Überquerung nach Ärö, Markus. Das finde ich aber gut, dass du hier ausführlich erwähnst, dass ich das nicht geschafft hätte. Ich wollte nur sagen, du bist eingestiegen ins Boot und bist, glaube ich, sofort umgekippt. Oder? Nein, das stimmt nicht. Ich bin eingestiegen ins Boot und tatsächlich innerhalb von einer Millisekunde gekentert. Wolltest du mir die Eskimo-Rolle zeigen, ne? Ja, genau. Aber hast du nicht ganz durchgerollt. Ich bin nicht durchgerollt. Nicht ganz durchgerollt. Und dann sind wir an der Küste entlang gepaddelt, sind dann zur Flensburger Förde gekommen, wollten dort übersetzen, sind einen knappen Kilometer rausgepaddelt und dann war es wirklich sehr, sehr windig und sieben sehr kabbelig. Sieben Meter hohe Wellen. Das reicht dann auch, eine halbe Meter Welle reicht, wenn es kabbelig ist. Weil das ja natürlich, die Flensburger Förde hat ja auch nochmal sozusagen eine Strömung, dann kommt das Meer von außen. Und dann kommt der Wind von der anderen Seite und dann wird es wirklich gefährlich. Und dann haben wir nach einem Kilometer gesagt, nee, das bringt nichts und haben uns wieder zurückblasen lassen und waren dann froh, dass wir dann erstmal die Schlei vor uns hatten. Die ist ja klein und schmal und ruhiger, sind die ganze Schlei runter. Hatten auch viel Regen, ne? Ja, wie immer. Genau. Aber was toll war, was eigentlich nicht wirklich erlaubt ist, wir sind aber jeden Abend haben wir für eine Nacht irgendwo gecampt, ne? Und haben natürlich unseren Dreck wieder mitgenommen, aber dadurch hat es einen echten Abenteuercharakter gehabt und war ganz toll. Und ganz am Ende war das Wetter dann super und dann sind wir wirklich nach Ärö rüber und dann hinter Ärö fängt sozusagen die dänische Südsee an. Da gibt es, ich glaube, 40 kleine Inseln, das ist ganz toll. Und manche sind wirklich mini groß, da ist niemand drauf und manche, die haben ein ganz kleines Dorf und haben da vielleicht 17 Leute leben dann auf der Insel oder sowas. Und hatten, ja. Total klares Wasser, also falls das mal jemand nachmachen will, dänische Südsee kann man echt empfehlen. Robben haben wir gesehen. Man kann da Robben beobachten, man kann auch dort jeden Abend an irgendeinem Strand anlanden und sein Zelt wild aufschlagen. Also ich möchte hier mal ausdrücklich zum Wildcampen aufrufen, ganz anarchistisch. Es ist nicht erlaubt, aber wenn man schon unterwegs ist, sollte man das, man sollte es wirklich einfach mal machen und sich immer nicht, also break the rules einfach mal, wenn man draußen unterwegs ist. Wir haben es auch gemacht. Also verantwortungsvoll natürlich. Man kann natürlich trotzdem auf die Natur Rücksicht nehmen. Man muss ja nichts kaputt machen und man muss auch keinen Müll zurücklassen. In der dänischen Südsee gibt es auch tatsächlich Anlandungsstellen, wo man ein Zelt aufbauen darf. Ja. Die haben dann Plumpsklo stehen. Das ist dann halt kein Campingplatz. Genau, ist kein Campingplatz, aber man hat halt dort dann wirklich die Möglichkeit, ganz für sich alleine zu sein. Ja, und so waren wir dann auch nochmal 10 Tage unterwegs, trotz Pandemie. Und uns hat, glaube ich, in Dänemark auf dem Campingplatz auch niemand nach unserer Nationalität gefragt. Nee. Wir hätten eigentlich gar nicht über See einreisen dürfen. Okay. Glaube ich nicht. Aber egal. Also wenn jemand mal so ein kleines Mikroabenteuer, kann man es kaum nennen, aber vielleicht mal die Schlei hoch und runter paddeln, das wäre ein Mikroabenteuer. Das geht in 4 Tagen und das macht, 5, oder? Na, 4 Tage geht schon. Und das ist auch ein ganz toller Spaß. Man kann in Heiterbu landet dann in Heiterbu an. Das ist dieses Wikingerdorf in der Nähe von Schleswig. Und dann fühlt man sich auch so ein bisschen, wenn man dann 3-4 Tage im Kajak verbracht hat, fühlt man sich auch so ein bisschen wie ein Wikinger, wenn man da ist. Das stimmt. Ja, schöne Gegend ist das auf jeden Fall. Das ist eines unserer absoluten Lieblingsbilder. Und man kann wirklich sagen, dass eigentlich jeder Zeltplatz im Sarek wunderschön ist und eigentlich jedes Mal hat man das Gefühl, das ist der schönste Zeltplatz, den man, heute haben wir wirklich den schönsten Zeltplatz, also wenn das Wetter stimmt. Ne? Das sieht hier sehr idyllisch aus, wir hatten auch schön Wettertage. Wir hatten 4 beschissene Tage und dann wurde es gut. Dann wurde es besser, ja genau. Dann hat man nochmal einen Sturmtag und dann aber die genau, anderen Tage. Und wenn das Wetter gut ist, dann hat man solche Aussichten, dann ist das gleich was ganz anderes. Und da kann man dann wirklich sagen, da geht einem das Herz auf, da bekommt die Landschaft Farbe. Da weiß man, warum man das alles auf sich genommen hat, diese weite Tour, überhaupt da hinzukommen zum Sarek, da muss man erstmal 2 Tage lang mit dem Zug fahren, das muss man auch wissen. Also man fährt dann von Deutschland aus nach Stockholm mit dem Zug, man fährt von dort aus im Nachtzug, glaube ich, nochmal 13 Stunden, steigt dann irgendwo in Gelivare in einem Bus, fährt nochmal 2-3 Stunden, steigt dann aus dem Bus in ein kleines Boot, fährt nochmal 1 Stunde über den See und dann ist man erst in Salto Lorca an dem Ausgangspunkt für die Sarek-Tour. Das allein dauert schon lange, aber sowas, wenn man das intensiv und ganz ruhig in sich aufnehmen kann und
Das war in der Mitte der Tour ungefähr und da ist man dann schon wirklich auf einem Level angekommen, wo man absolut stressbefreit ist. Der Alltag ist schon lange hinter einem. Man nimmt nur noch wirklich intensiv wahr, was einem in der Natur begegnet. Und wenn man das dann in sich aufnehmen kann, sind das Erlebnisse, die trägst du dann den Rest deines Lebens mit dir. Und dann spielen die Regentage und das kaputte Zelt und die Anreise spielt dann alles keine Rolle mehr. Und auch nicht der Frost in der Nacht. Ja, genau. Wir hatten wirklich, wir waren ja Ende August unterwegs, ich glaube vom 16., auf jeden Fall noch so bis zum 4. September. Ne? Das, eigentlich Sommer. Und Andreas hatte so eine Uhr dabei, die auch die Temperatur misst, weil wir manchmal dachten, fühlt sich das nur so kalt an oder ist das wirklich so kalt? Und an zwei Morgen hatten wir wirklich raureif auf dem Rasen, also auf der Wiese, auf der Zeltwiese. Ja. Und da haben wir halt wirklich festgestellt, es muss in der Nacht gefroren haben. Und also ich habe, glaube ich, noch zwei Wochen nach der Tour zu Hause jede Nacht von Kälte geträumt, bin wach geworden, habe immer gedacht, oh, stimmt, du bist ja im Bett, Alter, kannst dich ja entspannen, ey, entspann dich. Aber das hat der Körper wirklich, das war so krass. Also, Markus hatte auch einen etwas dünnen Schlafsack dabei. Ich hatte wirklich dicken dabei, in dem ich überhaupt nicht gefroren habe. Und deiner war ein bisschen dünner. Ich glaube tatsächlich, die Isomatte hat es ausgemacht bei mir. Die war relativ dünn. So oder er ist einfach nur empfindlich. Also das kann auch, natürlich. Und dann hier auch nochmal ein ganz schöner. Das war, glaube ich, ein Tag oder zwei Tage vor dem anderen Zeltplatz. Und da schaut man eben in dieses ganz berühmte Tal, ins Rappadalen hinein. Und da ändert der Fluss so wahnsinnig. Es ist ja wirklich so ein Herr-der-Ringe-Land. Da oben in diesem Kelch da oben hat übrigens, wie hieß der Typ noch in Herr der Ringe? Frodo. Da hat er den Ring reingeworfen. Da oben meinst du da? Ne? Ja, da hat er den Ring reingeworfen. Genau. Das da hinten, wie heißt das? Das ist der Raubtierplatz. Es werden Wildzählungen dort im Sarik gemacht und es gibt dort einen sogenannten Raubtierplatz. Da hat man mal irgendwann im Winter in den 60er Jahren, tatsächlich alle Spuren im Schnee von allen Raubtieren gefunden, die dort leben. Das sind Bären, das ist Vielfraß, Luchs, Wolf, genau, ja. all die leben da. Wir haben uns auch darauf vorbereitet, dass wir alle diese Tiere dann auch sehen, wenn wir da durchlaufen. Wie viele davon wir gesehen haben und welches der gefährlichste Kontakt war zu dem gefährlichsten Tier im Sarik, das steht im Buch. Genau. Dafür muss man das Buch lesen und vorher kaufen. Da haben wir so ein Agreement mit den Buchhändlern, dass wir sagen, wir lesen nicht alles vor, weil es macht dann keinen Sinn mehr, das Buch zu kaufen und dann ist das wirtschaftlich blöd. Ja, und bei diesem Wetter heutzutage, was wir jetzt hier so Sommer nennen oder Frühsommer nennen, es regnet immer, ist alles voller Pfützen. Ich würde mal dazu raten, zwei Bücher kaufen. Es kann mal eins runterfallen, es ist nass oder so. Und es ist immer besser, man hat ein zweites dabei. Oder man verleiht es mal und bekommt es nicht zurück. Wir kennen das alle. Also möglichst mal gleich zwei kaufen, ja. Ja, und mehr, Andreas. Mehr können wir über den Sarik auch gar nicht. Also wir könnten noch ganz viel darüber erzählen. Ja. Aber wie gesagt, steht im Buch. Kartenmaterial, ganz wichtig. Also das kann man jetzt nicht wirklich so sehen, aber dass man mal so einen Überblick bekommt. Der Sarik ist eigentlich viermal so groß wie diese Karte. Man kann sich das auch so vorstellen. Also es würde sozusagen die gleiche Größe an Karte würde hier nochmal rübergehen und hier unten auch. Und wir sind sozusagen das südöstliche, den südöstlichen Teil des Sariks sind wir durchschritten. Man kann ja auch... Es gibt ja nicht nur diesen Startpunkt, den wir hatten, Salto Loctor. Hier oben war diese Fjellstation, hier geht der Kungsleden runter. Hier drüben ist, glaube ich, auch noch weiter hier dann eben wieder sozusagen, geht auch noch so ein richtig großer Fernwanderweg entlang. Und das hat ja Andreas vorhin auch schon mal gesagt. Es ist eigentlich, also ich umrande das jetzt nur mal so ungefähr, das ist dieser wunderschöne See, den wir zwischendrin hatten, dann geht es hier über den Berg wieder runter. Und hier Rappadalen, da war gerade zum Beispiel dieses wunderschöne Foto, das letzte Foto von dem Zeltplatz, wo man so runterschaut. Hier auch diese kleinen Seen, wo die Elche drin stehen. Dann sind wir hier im Rappadalen runtergewandert. Ich meine, das machen natürlich logischerweise die meisten, weil es eben auch so schön und bekannt ist. Und hier unten haben wir auch noch was sehr Lustiges erlebt. Wollen wir es noch erzählen? Nee, das steht im Buch. Okay. Und dann wir wollten eigentlich hier raus, konnten wir dann aber nicht. Und dann sind wir hier querfeldein mal wieder wie immer hochgewandert. Und hier war die berühmte Bootsfahrt. Die lange Bootsfahrt. Da sieht man auch noch mal, dass das wirklich 4 Kilometer sind. Aber schlussendlich, was würdest du sagen, wie viele Kilometer haben wir jetzt in 14 Tagen?
Gar nicht mal so viel, ne? Nee, also und wenn man im alpinen Gelände unterwegs ist, geht es auch gar nicht um Kilometer, sondern eher um Höhenmeter. Aber genau. Wir haben es tatsächlich weder gemessen noch uns überhaupt den Versuch unternommen, das zu messen, weil man ja auch nur wirklich langsam vorankommt, weil der Untergrund halt eben für schnelles Gehen auch gar nicht geeignet ist. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir haben ja auch 2 Tage, muss man auch sagen, die Sturmgeschichte, die war ja hier sowas, ne? Würde ich so sagen, unsere Sturm, oder da war die Sturmnacht, glaube ich, genau. Da sind wir 2 Tage geblieben und weil es so schön war, sind wir da auch 2 Tage geblieben. Also im Endeffekt sind wir dann vielleicht dann eben nur 11 Tage, 12 Tage gewandert und ich würde sagen so 120 Kilometer. Also man kann tatsächlich dann sowas sagen wie 10 Kilometer am Tag schafft man. Ja. Immer mit, das muss man ja auch dazu wissen, mit mindestens 25 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Als wir losgegangen sind, war es sogar noch ein bisschen mehr. Denn was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist die Ernährungssituation. Falls mal jemand in 14 Tagen sehr viel Gewicht verlieren möchte, kann man dafür so eine Sariktour empfehlen. Denn man muss jede Kleinigkeit, die man verspeisen will, in seinem Rucksack mit sich tragen. SMS. Schlank, ja. Mit Sport. Mit Sport, ja, genau. Und natürlich nimmt man so wenig Nahrung wie möglich mit und so viel wie nötig. Also wir haben dann auch nicht wirklich diese hochkonzentrierte Outdoor-Nahrung genommen, sondern wir haben Schokolade genommen, wir haben Studentenfutter genommen, Müsli genommen, Tütensuppen genommen, die man auch im Supermarkt bekommt und dann genau auf die Menge an Tagen hin eingeteilt. Das war am Ende dann trotzdem zu wenig. Denn am Anfang ist noch alles total okay. Man kommt mit der Nahrung, der wenigen Nahrung, die man hat, man kommt super damit aus. Aber so nach dem 7., 8., 9. Tag, so je nach Konstitution, ist es tatsächlich so, dass du sofort, wenn du gefrühstückt hast morgens und eine Stunde unterwegs bist, wieder Hunger bekommst und dann den restlichen Tag mit dem Hungergefühl mit dir rumläufst, weil der Körper das Fettgewebe, was du vorher noch hattest, schon aufgebraucht hat und dann fängt er an, die tieferen Speicher und die Muskelspeicher zu entleeren und dann hast du tatsächlich den ganzen Tag Hunger und dann wird es irgendwann kritisch. Ne? Wenn dann der eine noch Schokolade hat und der andere nicht mehr, kommt es zu Stresssituationen. Ne? Ich glaube, Markus hat 6 Kilo abgenommen und ich habe 8 Kilo abgenommen, ja, in diesen 14 Tagen. Das geht dann, ohne dass man es wirklich merkt, geht das relativ fix und man ist danach topfit und ist total durchtrainiert. Und das Schönste, was man dann erleben kann, ist, man kommt an diese Fjellstation Salto Luokta zurück. Und wir sind ja alle IKEA-Jünger, deswegen erzähle ich jetzt hier nichts Unbekanntes. Und da gibt es einen kleinen Laden und da liegt die Marabu-Schokolade. So eine Tafel Marabu-Schokolade. Ich glaube, die sind das da gewohnt, weil ich bin einfach reingestürmt, habe die rausgenommen, bin wieder rausgelaufen. Das sah aus wie Diebstahl, aber die wussten wohl, der isst die jetzt nur draußen auf und bezahlt die nachher. So war es dann auch. Also die waren nach Schokolade weg. Ja. So ähnlich. Und abgesehen von der Schokolade haben die tatsächlich am letzten Abend, haben wir dann dort ja noch mal eine Nacht verbracht. Da haben wir uns dann ein wirklich wie so ein Drei-Gänge-Drei-Sterne-Menü. Ja. Ganz toll. Also ich trinke eigentlich keinen Alkohol, aber die hatten dann da auch so jemand, der hat dann alles vorgestellt, hat den Wein vorgestellt, hat das Rentierfleisch, ja, was dort dann auch aus dieser Gegend logischerweise kommt. Ich esse auch kein Fleisch. Hast du dann 2-fache Portionen, ja, bekommen? Aber es war schon abgefahren. Und es war aber trotzdem ganz sympathisch, wie die das, ja, gemacht haben. Es war auch nicht dekadent oder sowas. Nö. Aber am Ende der Welt erwartet man tatsächlich nicht kein Drei-Gänge-Menü in der Qualität und auch nicht so einen guten Wein. Also das war, ja, dann schon echt toll. Ja. Also da saßen dann auch einige Leute darin, muss man dazu sagen, weil die Kungsleden-Wanderer treffen dort auf die Sarek-Wanderer und dann kommen da schon mal 60, 70 Leute zusammen. Es herrschte schon auf der Hütte abends auch wieder so ein bisschen Trubel. Ja. Aber danach konnten wir in unser Zelt kriechen und dann hatte man wieder seine Ruhe. Also es war dann nicht zu vergleichen mit dem, wo wir mit gestartet sind heute, nämlich mit der Alpenüberquerung. Übrigens ist die Alpenüberquerung immer noch eine ganz tolle Tour, zu der ich auch raten kann. Also wenn man das mal jemand vorhat, nicht abschrecken lassen von dem, was wir hier vorgelesen haben. Man sollte vielleicht nicht in den Ferienzeiten gehen, außerhalb der Ferienzeiten möglichst, und man sollte gucken, wann die geführten Touren losgehen. Die gehen ganz oft montags los und geführte Touren sind immer 10, 15 Leute und ein Bergführer. Dann sollte man antizyklisch gehen und aufpassen, dass man nicht zwischen diese Gruppen gerät. Dann hat man auch nicht so wahnsinnig viel Stress auf den Hütten abends. Denn tagsüber, das Wandern über die Alpen, ist wirklich grandios. Eine ganz tolle Gegend. Man ist die meiste Zeit auch für sich allein, trifft nur ganz selten mal jemanden, hat tolle Aussichten. Es ist wahnsinnig anstrengend, weil man jeden Tag auf einen Gipfel hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter muss. Auch dort verliert man sehr schnell sehr viel Gewicht. Also, wie gesagt, nicht davon abschrecken lassen, nur weil wir das hier so geschildert haben. Aber es ist tatsächlich auf den Hütten mittlerweile ein Massentourismus geworden. Da kommt man einfach nicht dran vorbei. Ne? Es gibt einen Gepäckservice. Es gibt mittlerweile eine U60, U70 und U80
Alpenüberquerung, da wird dein Gepäck dir halt hinterhergefahren, damit du es nicht tragen musst. Ne? Ja. Und dann gibt es halt eine Thalasso-Behandlung und der Wirt streut dir auch noch ein Kakaoherzchen auf dein Latte Chai oder Chai Latte oder wie das heißt. Ja? Also übertriebenermaßen sieht das dann so aus. Trotzdem möchte ich diese Lanze brechen, das ist eine tolle Tour. Es gibt 3 verschiedene Varianten, die zu gehen und vielleicht einfach mal ausprobieren. Jo. Ja. Sind wir durch, ne? Sind wir durch, oder? Ja. Wenn es Fragen gibt, wir beantworten auch Fragen. Gerne, ja. Gerne. Das ist nur so schwierig mit der Maske. Aber falls jemand eine Frage hat, nur raus damit. Oder falls jemand im Sarek war und irgendwas vorzubringen hat, da hat er was beanstandet und sagt, das war doch da ganz anders. Ja. Das sah doch ganz anders aus. Das Thema Mücken, genau. Das erwähnen wir vielleicht nochmal. Schweden ist ja bekannt dafür, dass es mückenverseucht ist. Und das ist da oben auch so. Es ist einfach nur entsetzlich. Wir hatten uns an der Fjällstation Saltolok da mit dem Mückenmittel der Einheimischen versorgt. Das basiert so auf Teer. Das riecht total übel, ist auch überhaupt nicht gesund und in Deutschland auch nicht erlaubt. Da oben gibt es das aber und wenn man sich damit einreibt, ist man auf der sicheren Seite. Also man hat dann auch keinen Kontakt mehr zu Menschen, zu Mücken schon gleich gar nicht. Und wir hatten tatsächlich an einem Abend, das war gegen Ende der Tour hin, hatten wir, lass mal eben, 8 Mücken an einem Abend. 8 Stück an einem Abend. Waren aber auch die einzigen 8, die wir auf der ganzen wussten Tour gar nicht, hatten, ne? Wo wir hin sollten. 8 Mücken. Wir konnten nicht mal mehr draußen essen, mussten sofort ins Zelt. Nee, das war ganz entsetzlich. Also bei uns war es tatsächlich so, das möchte Andreas damit sagen, wir hatten kein Mückenproblem. Nein. Es war total verrückt. Ja. Wir hatten uns extra noch so Hüte gekauft, mit Netz und die allem, was Netz dazu dran haben, damit, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir abends wirklich nur unsere Tüten so unter diesem Hut mit Netz sozusagen uns unter reinlöffeln müssen. Aber es gibt Horrorberichte. Das war die Kälte vielleicht auch, genau, die mir so zugesetzt hat. Aber wir hatten ein wahnsinniges Glück. Wir hatten überhaupt keine Mücken und wirklich nur an dem vorletzten Abend hatten wir mal 6 oder 7 Stück. Ja, genau. Also davon, von diesen Horrormeldungen über die Mücken darf nicht man sich nicht lassen. Abschrecken lassen. Ja. Wolltet ihr von wilden Tieren mal besucht? Außer Markus habe ich kein wildes Tier. Ja, von einem wilden Tier, das Andreas ja so ein bisschen noch als Überraschungsgeschichte. Ja, genau. Das kann man im Buch nachlesen. War ein guter Versuch. Da wurden wir von einem besonders wilden Tier, wurden wir dann tatsächlich nochmal, besonders ich wurde von dem besucht. Ja. Es lohnt sich. So leicht kann man uns nicht in das Licht führen. Ach so, ich habe ja noch, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, weil wir ja so Herr der Ringe-Fans sind, habe ich mir noch die Mühe gegeben und habe ja die gleiche Tour, die wir gemacht haben, habe ich dann nochmal übersetzt in die Landkartensprache von Herrn Tolkien, habe mich ja auch am Original von Herrn Tolkien orientiert. Ich weiß, die Berge sind nicht, die sehen eher aus wie Tannen, ne? Aber es sollen Berge sein und es sind auch ungefähr so viele. Du hast ja gesagt, 200 Berge und ich glaube tatsächlich, die sind ja nicht so hoch. Der Kepnekaise, der liegt, glaube ich, Moment, jetzt habe ich keine Brille auf. Wo drücke ich jetzt drauf? So, ja. Genau, der liegt, glaube ich, ungefähr da. Also hier sind wir angekommen und wenn man nach da wandern würde, dann liegt der Kepnekaise ungefähr da und der ist ja 2100 oder sowas. Ne? Der ist ja nicht viel höher. Aber es gibt eben viele Berge, die sind 2000, 2001, 2002 Meter und da gibt es, glaube ich, 200 Stück von dem Sarek. Also das ist schon auf jeden Fall die Ansammlung mit den meisten hohen Bergen in ganz Schweden. Theoretisch könnte man mit der Karte diese Tour auch machen. Könnte man. Müsst ihr euch keine andere Karte kaufen, das geht schon. Also man kann sich da praktisch nicht verlaufen. Rauskopieren, mitnehmen, einschweißen wegen dem Regen und dann 20. Fände ich eigentlich toll, wenn das jemand machen würde. Und dann einfach mal, wenn ihr dann da seid, macht ein Foto von Markus an der Karte und schickt uns das wär zu. Das wäre lieb. Dann würden wir euch auch ein Buch schenken. Genau, das mache ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, Markus, sind wir durch? Sind wir durch, schade eigentlich, ne? Ja. Hat Spaß noch, gemacht. Wenn sonst jemand eine Frage hat... Natürlich jetzt auch ein bisschen doof mit der Maske so. Ja, also wir planen weiterhin Touren zu machen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir auch weiter über unsere Touren schreiben dürfen. Für nächstes Jahr haben wir uns was Großes vorgenommen, aber genau, man soll ja nicht über ungelegte Eier sprechen. Kann man denn sagen, was wir vorhaben, wie lange das sein soll, oder? 2,5 Monate. Ja, genau. Also wir wollen dann wirklich mal... Richtig lang. Also das wäre jetzt nochmal so ein Wunsch, dass wir uns die Zeit nehmen... Also das war ja für uns das Wildeste, was wir bisher gemacht haben. Deshalb heißt das Buch ja auch so. Ja, das heißt aus mehreren Gründen so. Das heißt tatsächlich so, weil, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, komme ich nie zu Wort.
Wilder wird es nicht. Es wird einfach in Europa nicht mehr wilder, das muss man so sagen. Das sind die wildesten Ecken, die wir beschreiben. Wildere findet man nicht mehr und Europa wird ja auch nicht wilder. Aber allerdings werden auch Markus und ich nicht wilder. Wir sind ja jetzt keine 20 mehr. Das ist so das Wildeste, was wir noch schaffen. Und ob wir das nächstes Jahr hinkriegen oder nicht, hängt von Hüfte, Knie und Rücken ab. Nicht unbedingt von der Pandemie, aber wir sind guten Mutes und guten Willens. Und falls wir unterwegs sind und wir das überleben, werdet ihr von uns hören. Genau. Wir bloggen dann auch mal. Ja, wir bloggen dann. Ab und zu mal. Ja. Was wir nicht machen, ist Influenzen, aber bloggen können. Nein, nein. Ja. Ja, dann. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke euch auch. Ich wollte mich auch noch mal hier bei Tapir. Ich war ja auch schon mal in dem Laden, als ich hier gedreht habe. Bin ich natürlich logischerweise durch die Stadt spaziert. Und man ist ja immer als Naturliebhaber oder Outdoor-Mensch, ist man natürlich immer auf der Suche nach einem coolen Outdoor-Laden. Wenn man den dann gefunden hat, dann ist ja, der ist ja nicht klein, ne? Und dann bin ich natürlich auch schon mal durchgelatscht und gelaufen. Und vielleicht könnt ihr uns ja nächstes Jahr bei der großen Tour unterstützen. Nein, nur ein Scherz. Wir lassen eine Liste da, was wir brauchen. Ja. Wir lassen eine Liste da. Erstmal ist aufgeschrieben, ist registriert. Euch auch vielen Dank, also aufrichtig und überschwänglich. Danke, dass ihr da wart. Sehr standesgemäße Eröffnung des Leipziger Kulturbetriebes, um pathetisch zu sprechen, oder in unserem kleinen Kulturtempel hier, dass die Lesereien wieder losgehen. Das hoffen wir so ein bisschen, dass die Zeiten sich einigermaßen entspannen. Diese Tour im Sarek finde ich, also bei mir war das auch meine Initiierung damals. Also okay. Ich habe quasi meine ersten Wanderschuhe mir für eine Tour in Schweden gekauft. Und die Nummer mit den Mücken, da habt ihr echt Schwein gehabt. Also, okay, ja. Das sollte keinen abschrecken, wirklich nicht. Also das ist auch nicht immer. Ja. Aber diese Geschichte, dass man da mit dem Kopfnetz gut bei rauskommt, das ist eine totale Illusion. Du musst noch ein paar andere Sachen mit dazu. Diese Karte ist der Hammer. Ich bin damals mit drei Freunden dort durchgelaufen und wir haben alle parallel den Herr der Ringe gelesen und dieses große, rote, dicke Buch mitgeschleppt. Das ist echt. Falls jemand Herr der Ringe noch nicht gelesen hat, ich kann das auch nur empfehlen, das bei so einer Wanderung zu machen. Ich habe es tatsächlich auch mal direkt nach der Schauspielschule, lustigerweise war ich für 2 Wochen in den österreichischen Bergen auf einer Hütte, einer eingeschneiten Hütte, und da habe ich Herr der Ringe gelesen. Und das war der tollste Ort, das zu tun. Standesgemäß, ja. Ja, das geht nicht besser. Dieses Buch, ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, ist käuflich zu erwerben. Auch sehr gerne heute hier. Ich weiß nicht, wie es mit euch beiden steht, ob ihr Lust habt, da noch irgendwas reinzuschreiben. Wir können auf jeden Fall was reinschreiben. Genau, das wäre dann bei der freundlichen jungen Dame vorne bei uns am Kassentresen. Krasses Format, also sehr ungewohnt und damit sehr angenehm. Also mal was. Und auch eine gute Textur. Also hat nicht nur Inhalt, ist auch formal ganz toll gelungen. Genau, da vorne bei uns am Tresen. Ansonsten sei mir noch gestattet, auf morgen Abend zu verweisen. Da ist Ostwärts da, das ist von der Julia Finkernagel ein Buch, was sich thematisch ähnlich beschäftigt. Das liegt nahe, weil wir uns einfach mit diesem Thema beschäftigen. Also es geht auch um Outdoor und Reisen in den Osten, die etwas rauer stattfinden, auch mit einem kleinen Budget und auch eher mit in Winkeln und Ecken, die nicht ganz so erschlossen sind. Gibt schon noch ein paar, das ist ganz gut, dass man das immer mal hört. Die Veranstaltung ist schon restlos ausgebucht, so wie heute auch, aber auch sie wird wie heute live gestreamt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, euch den Link dann morgen Abend anklicken und zu Hause auf der Couch dem Geschehen hier folgen. Genau, in diesem Sinne nochmal danke euch beiden, nochmal danke auch an den Rowohlt Verlag, danke der Leipziger Buchmesse, vor allem danke an Sie, dass Sie gekommen sind und diese Veranstaltung mit Leben gefüllt haben, mit Daseinsberechtigung. Wir, wenn es nicht noch ganz wichtige Fragen gibt, wir sind jederzeit auch noch, wir können das Programm ja auch noch völlig umspulen, wir können. Gibt es noch Fragen? Darf ich noch was sagen? Ich weiß, Andreas, du magst das nicht, wenn ich das sage. Ja. Achso, schön. Eine Frage, bitte. Das habe ich tatsächlich. Es gibt nur diese beiden Exemplare im Moment. Ja. Selbst designen, also es gibt so eine Seite, wo man so. Es ist Öko-Baumwolle übrigens. ist wirklich wahr. Und das hatte ich, aber Andreas, ja, mehr viele Geschenke gemacht. Da habe ich ein kleines Geschenk und habe für uns beide dieses T-Shirt herstellen lassen. Falls ich das, also du kannst es dir hinterlassen. Ich habe das zu Hause irgendwo abgespeichert. Kann ich dir das irgendwie zukommen lassen oder sowas? Würde ich glatt machen. Aber ich wollte ganz kurz Werbung machen, weil morgen kommt ja eine tolle Frau. Ja. Und die habe ich zum Beispiel schon in einem Reisepodcast. Ich bin seit der Corona-Zeit ein großer Podcast-Fan geworden. Ich in meinem Alter kannte das tatsächlich nicht so wirklich oder fand das eher doof. Und falls ihr Podcast-affin seid oder auch meinetwegen noch nicht, der heißt Weltwach von Erik Lorenz. Und das ist, ich glaube, in der Szene ist das ein sehr bekannter Podcast. Aber dadurch bin ich wieder total so in das Reisefieber
neben unseren Reisen gekommen und informiere mich da über, was alles gemacht wird. Und diese Dame, die morgen da ist, die hatte da auch einen super Podcast, deswegen wusste ich lustigerweise genau über das Buch, das sie da geschrieben hat. Ja. Das lohnt sich, also das könnt ihr streamen. Aber Andreas und ich, wir kommen auch demnächst im Weltwach-Podcast, ich glaube, nächsten Monat irgendwann, über unser Buch. Und da erzählen wir auch noch mal ganz ausführlich, ich glaube, das ist 2,5 Stunden haben wir gequatscht. Ne? Also da gibt es auch noch mal, falls sich einer jetzt über das Buch noch für diese Tour und für unsere Reisen interessiert, da reden wir dann auch noch mal bei Erik darüber. Und da freuen wir uns, wenn ihr da reinhört. Wunderbar. Also aber falls ihr zu wenig Zeit habt für all das, wenn ihr eure Zeit einteilen müsst, man kann natürlich Podcast hören, aber man kann auch ein gutes Buch lesen. In 2 Wochen erscheint mein nächster Thriller, der heißt Die Karte. Am 15.06. erscheint im Rowohlt Verlag. Also wenn ihr eure Zeit einteilen müsst, dann lest lieber mein neues Buch. Haben wir alles runtergebracht, Junge. Ja, genau. Gute Empfehlungen. So soll es sein. Können wir auch gerne hier lesen. Wir sind nicht nur auf das Autothema festgelegt. Also. Hey, Andreas. Ja, aber es geht tatsächlich auch ums Laufen. Also na dann. Mit GPS-Trackern und so. Also können wir direkt nochmal? Termin klar. Komm, dann machen wir es wieder zusammen. Ich spreche alle Bösen. Ja. Gut, eine Sache wollte ich noch nachschieben, das ist mir ziemlich wichtig, ist mir vorhin entglitten, also auch einen herzlichen Dank an die Technik, die das hier so hervorragend gemacht hat. Das war heute eine Premiere, dass wir das live gestreamt haben aus diesen Räumlichkeiten, und so eine schöne Illuminierung haben wir auch noch nie gehabt, also wenn das nicht Ambiente ist, weiß ich auch nicht, also auch dafür vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Gut, so denn, das Buch gibt es da vorne, die beiden Autoren sind noch da, ich bedanke mich, kommen Sie gut nach Hause, behalten Sie uns die Ehre, haben Sie sich wohl, einen schönen Abend. Alles Gute, Dankeschön. Tschüss.